Wir kommen zu unserer Abendeinheit, der letzten, bevor wir dann, wie sich das bei einem Symposium gehört, zum gemeinsamen Trinken übergehen. Aber vorher wollen wir noch ein wenig mehr Geist und Intellekt trinken und dabei haben wir einen hervorragenden Schenken unter uns, nämlich Professor Wolf Singer, der inzwischen zu uns gekommen ist. Nochmal herzlich willkommen, Herr Professor Singer, in unserem Kreise. Ihnen jetzt vorzustellen, ist keine ganz leichte Sache, weil wenn man sich so eine Kurzvita ausdruckt, geht die schon über 4 Seiten. Ich versuche es einigermaßen kurz zu machen und vielleicht auch noch etwas einzustreuen, was Sie in den normalen Viten nicht lesen können. Nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass Professor Singer neben seinen zahlreichen Tätigkeiten als Wissenschaftler und als Hirnforscher, als der er sich einen weithin bekannten Namen national und international gemacht hat, dass er neben dem auch in Zen-Sessions zugange ist, unlängst erst, wie ich beim Abendessen vernommen habe, auf dem Benediktushof ja partnerschaftlich verbundenen Sonnenhof. Also er ist in unserem Kreis und in diesem Milieu hier nicht völlig fremd. Im Gegenteil, er hat sich auch während seiner oder im Zuge seiner hirnphysiologischen Forschung mit dem Phänomen Meditation und dem, was eben auch da in unserem Gehirn passiert, eingehend beschäftigt. Von daher ist er für unser Symposium hier auf eine ganz besonders hervorragende Weise qualifiziert, wenn es darum geht, nun auch einmal die Perspektive der harten Wissenschaft mit in unsere Überlegungen einzubeziehen. Ganz kurz, Professor Singer ist der Direktor der Abteilung für Neurophysiologie am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Er ist, das gehört somit dazu, Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft. Und was ich aus seiner Vita entnommen habe, wo ich zunächst einmal staunte, und das will ich Ihnen nicht vorenthalten, er ist auch einer von 80 Mitgliedern der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, dem naturwissenschaftlichen Beratungsgremium des Vatikans. Also dann hör mal auf. Nein, ich finde, das ist aller Ehren wert. Es ist gut, dass es solche Leute gibt. In Wikipedia, wissen Sie, was in Wikipedia über Sie steht? Jetzt, ich lese es Ihnen mal vor. Oh. Konfrontierschutzorganisationen wahrscheinlich. Nur ein Satz. Ich sagte es ja, Professor Singer ist eigentlich, wenn es um Hirnforschung geht, ist er eigentlich immer präsent. Also sei es im Fernsehen, sei es in den Zeitschriften, in Spezialausgaben von Magazinen. Er ist einfach einer der Koryphäen auf diesem Sektor. Und dann steht hier seine Folgerung aus der neurowissenschaftlichen Forschung hinsichtlich politischer und juristischer, psychologischer sowie entwicklungspsychologischer und pädagogischer und anthropologischer, aber zum Beispiel auch architektonischer und städtebaulicher Fragen bis hin zu solchen historischer und philosophisch weltanschaulicher Art werden, jetzt kommt die Passage, die fand ich so schön, werden weithin als Provokation empfunden und von einer sensationssensiblen Presse entsprechend gerne aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob Sie es bestätigen können. Mich hat das irgendwie amüsiert, dass ich selber auch ein Medienmensch bin. Wie es auch sei, ich freue mich, dass Sie da sind. Gut. Und gebe Ihnen das Wort. Herzlichen Dank. Also, Sie haben jetzt gelernt, dass ich Hans Dampf in allen Gassen bin. Und ich versuche jetzt irgendwo einen Platz zu finden, der Ihnen möglichst wenig Sicht wegnimmt. Manches von dem, was ich Ihnen erzählen werde, kommt Ihnen vielleicht vor wie ein Angriff auf Ihr narzisstisches Selbstverständnis. Aber Sie werden sehen, es ist nicht so. Und um gleich vorwegzunehmen, möchte ich Ihnen die Argumente liefern, mit denen Sie alles das, was ich Ihnen sagen werde, aushebeln können. Und ich gebe Ihnen das gleich am Anfang. Nämlich eine erkenntnistheoretische Warnung, die, glaube ich, Hirnforscher deutlich artikulieren müssen. Wir befassen uns mit dem Organ, das uns zu Erkenntnissen verhilft. Und daraus folgt, dass, zumindest das unser Credo, dass alles, was wir erkennen können, erdenken können, uns vorstellen können, durch die kognitiven Leistungen unseres Gehirns festgelegt wird, begrenzt wird. Wir können uns nicht vorstellen, was unser Gehirn uns nicht vorzustellen erlaubt. Das wird die Neurobiologie immer so behaupten müssen.
Nun wissen wir auch, dass das Gehirn genauso wie jedes andere Organ des Körpers, wie der gesamte Organismus, sein So-Sein der Evolution verdankt. Das Gehirn hat sich als steuerndes Organ angepasst an die Lebensnotwendigkeiten der Welt, in der wir uns entwickelt haben. Und das ist die Welt von im Bereich von Millimetern bis zu einigen Metern, die sogenannte mesoskopische Welt. Das ist ein winziger Ausschnitt aus der uns bekannten Welt. Und vielleicht gibt es darüber hinaus noch welche, die wir uns nicht vorstellen können im Augenblick, von denen wir nichts wissen. Aber wir wissen zumindest, dass von der wissbaren, erfassbaren Welt die Welt, in der wir uns entwickelt haben, in der die Evolution stattgefunden hat, in der Leben entstanden ist, die Welt ist, die sich zwischen Millimetern und einigen Metern abspielt. Das ist ein Spezialfall von Welt. Sie wissen, dass in der Dimension drüber, in der kosmologischen Dimension, Verhältnisse herrschen, die für uns sehr schwer vorstellbar sind. Gekrümmte Raumzeiten, Unendlichkeiten, in die sich irgendein Universum hineinentwickelt. Und das Gleiche gilt für die mikroskopische Welt, in der die Gesetze der Quantenphysik gelten. Auch dort passieren Dinge, die für uns intuitiv nicht erfassbar sind, weil unsere Gehirne sich daran nicht haben anpassen können. Wir haben uns an eine Welt angepasst, in der Objekte solide sind. Das ist in der Quantenwelt überhaupt nicht so. Dort gibt es keine soliden Gegenstände, keine Objekte. Wir haben uns an eine Welt angepasst, in der mehr oder weniger die Gesetze der klassischen Physik gelten, weshalb wir sie auch als erste entdeckt haben, und nicht an eine Welt angepasst, in der die Gesetze der Quantenphysik gelten. Dann würde unsere Logik ganz anders aussehen und auch unser Wahrnehmungsvermögen wäre völlig anders strukturiert. Hinzu kommt, dass wir aus der Welt, in der wir uns entwickelt haben, in dieser mesoskopischen Welt, wir nur einen winzigen Ausschnitt jeweils wieder über unsere Sinnesorgane erschließen, nämlich immer nur die Signale, die für unser Überleben notwendig sind. Es kam der Evolution nur darauf an, Organismen zu erzeugen, die reproduktionsfähig sind und über die anderen gewinnen. Das waren die Selektionskriterien. Und nach diesem Selektionskriterium hat sich natürlich auch unser Gehirn entwickelt, woraus wir folgern müssen, dass unsere Kognition, unsere Fähigkeit zum Wahrnehmen beschränkt sein muss und angepasst auf ganz idiosynkratische Weise auf die Bedingungen in diesem kleinen Ausschnitt von Welt. Und was wir nun versuchen, ist, die Modelle, die wir in dieser Welt entwickeln, mit der uns eigenen Fähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen, die ihrerseits relativierbar sein könnte. Es kann sein, dass es in anderen Welten anders zugeht und eine andere Logik angepasster wäre als unsere. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir wahrscheinlich Spezialfälle sind. Und dass das Stückchen Welt, das wir sehen, ein winziger Ausschnitt aus der möglichen Welt ist, weshalb wir für das ganz Große drüber und für das ganz Kleine drunter kein Vorstellungsvermögen und keine Intuition haben. Wir stoßen dort ständig auf Phänomene, die wir uns zwar dann rechnerisch ableiten können, die aber der intuitiven Erfassung widersprechen. Auch Quantenphysiker sagen einem immer wieder, ja, ich kann das ausrechnen, aber dass ein Partikel gleichzeitig an zwei Orten sein kann und die verschränkte Zustände machen und voneinander wissen, ohne zu kommunizieren, das können wir uns auch nicht vorstellen. Es ist halt so. Gut, ich werde Ihnen Beispiele geben, die Ihnen zeigen, wie stark unsere Kognition geprägt ist von solchen Vorannahmen und von Hypothesen, die wir aus dieser Welt, aus diesem schmalen Ausschnitt dieser Welt abgeleitet haben. Was behauptet die Neurobiologie? Und ich spreche jetzt einfach für meine Kollegen, aber ich glaube, dass das, was ich sage, allgemein akzeptiert ist. Die Neurobiologen sagen, dass alles Wissen, das wir über die Welt haben können, in der funktionellen Architektur unseres Gehirns liegt. Funktionelle Architektur bedeutet die Art und Weise, wie Nervenzellen miteinander verschaltet sind. Ich habe vorhin mit meiner Technikkollegin gesprochen, die Kommunikationswissenschaften studiert hat, kam zu dem gleichen Schluss, dass das Wichtige liegt im Interaktionsgeflecht von Elementen. Das gilt für Gesellschaften genauso, wie es für das Gehirn gilt. Die einzelnen Nervenzellen sind zwar sehr komplex, aber sie sind durchschaubar und wir können sie mehr oder weniger vollständig beschreiben heutzutage. Wir wissen, wie sie Signale verarbeiten. Wir wissen die integrativen, kennen die integrativen Leistungen, wir kennen die molekularen Bausteine. Es gibt dort keine Geheimnisse mehr. Es lässt sich alles im Rahmen der Naturgesetze beschreiben, was dort passiert. Die besonderen Leistungen der höheren Gehirne leiten sich ab aus der Art und Weise, wie Nervenzellen miteinander verschaltet sind. Wer mit wem, ob hemmend oder erregend, ob stark oder schwach wechselwirkend. Mehr Freiheitsgrade gibt es nicht.
will sagen, die Analogie, die immer gezogen wird zwischen Gehirn und Computer, ist, könnte nicht falscher sein. In Computern kennen wir ein Rechenwerk, das seriell arbeitet und Probleme durchrechnet. Wir haben Speicher fürs Programm, wir haben Speicher für die Daten. Alles das lässt sich im Gehirn nicht analogisieren. Im Gehirn gibt es nur Nervenzellen, die auf eine besondere, intelligente Weise so verschaltet sind, dass das Gehirn funktioniert. Das heißt also auch, das Programm, nach dem das Gehirn arbeitet, liegt in der funktionellen Architektur, liegt in der Art, wie die Nervenzellen verschaltet sind. Also alles Wissen liegt in dieser speziellen Verschaltung. Alle Programme, nach denen dieses Wissen abgearbeitet wird, liegt in dieser Verschaltung. Und dann behaupten wir, dass alle mentalen Leistungen, die wir kennen als Menschen, also als auch das, was wir mit geistig, seelisch, emotional, Vorahnungen und sowas beschreiben, die Folge von Hirnprozessen sind und nicht deren Ursache. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wir könnten nicht leben mit der Vorstellung, dass irgendetwas außerhalb des Kopfes auf die Prozesse im Kopf, im Gehirn Einfluss nimmt und die Neurone dazu bringt, das zu tun, was dieses außerhalb möchte. Sondern unsere Willensentscheidungen, unsere Wahrnehmungen, unser Bewusstsein, alles das, so sagen die Neurobiologen, sind die Folge sehr, sehr komplexer Wechselwirkungen von Nervenzellen. Und dann kommt natürlich dazu, dass in Gesellschaften wie der menschlichen, die wir Kultur entwickelt haben, zusätzliche Entitäten entstanden sind, die nur entstehen konnten, weil Menschen sich gegenseitig austauschen, abbilden und sich beschreiben. In dieser Welt entstehen dann Wertesysteme, in dieser Welt entstehen moralische Kategorien, in dieser Welt entstehen Konzepte wie Bewusstsein. Primaten haben eins, aber reden nicht drüber. Und diese zusätzlichen Wirklichkeiten, die man als soziale Wirklichkeiten beschreiben könnte, gehen ihrerseits natürlich auf Hirnfunktionen zurück, bloß jetzt auf eine Gesellschaft von Gehirnen. Die können erst entstehen, wenn sich Gehirne gegenseitig verständigen. Empathie wäre nicht denkbar als Gefühl, wenn ein Gehirn alleine wäre. Das braucht auf jeden Fall einen Projektionspartner. So, und dann behaupten wir, dass alle neuronalen Prozesse den Naturgesetzen gehorchen. Und zwar den Naturgesetzen, die wir kennen. Woher kommt diese kühne Behauptung? Die kommt daher, und ich werde Ihnen dann noch Beispiele geben, dass es inzwischen möglich geworden ist, durch Kenntnis der Aktivitätszustände aller Neurone, die in so einem kleinen Tierchen drin sind, Insekten oder kleine Würmer, das Verhalten dieser Tiere vollständig zu beschreiben und vorauszusagen. Es ist inzwischen möglich, mit optischen Verfahren und gentechnischen Manipulationen Zellen aufleuchten zu lassen, wenn sie aktiv werden, sodass man mit einem Blick alle sehen kann, und dann kann man von jedem Einzelnen die Aktivität festlegen, und dann weiß man, wenn das Aktivitätsmuster so aussieht, wird der Wurm oder das Insekt das und das tun. Nun kann man sagen, naja, Würmer und Insekten. Ich werde Ihnen aber dann gleich zeigen, dass die Evolution unglaublich konservativ war und dass es keine neuen Prinzipien gegeben hat auf der Entwicklung bis hin zum Menschen, sondern nur mehr vom Gleichen und mehr Komplexität. Aber keine neuen Prozesse, die nicht im Rahmen der geltenden Naturgesetze beschreibbar wären. Und deshalb ist die ökonomische Annahme derzeit, es genügen die Kenntnisse über die Funktion von Nervenzellen plus die Kenntnisse über die Art, wie sie verschaltet sind, um das Gehirn nicht jetzt, vielleicht nie, weil es so komplex ist, in seiner Funktion vollständig begreifen zu können. Das macht Probleme, die wir danach diskutieren sollten. Nun ist es so, dass sich die Hirnforschung innerhalb der letzten 10, 20, 30 Jahre durch methodische Fortschritte, die es erlauben, am Menschen Hirnaktivität sehr gut zu messen, ohne invasiv vorgehen zu müssen, dass wir Hirnleistungen anfangen zu untersuchen, die in ihrer Erscheinungsform traditionsgemäß von den Geistes- und Humanwissenschaften behandelt worden sind. Also die Fähigkeit wahrzunehmen, die Frage, wie objektiv ist eigentlich unsere Wahrnehmung, alte philosophische Fragestellungen, die sind inzwischen Thema der Hirnforschung geworden, weil wir das System untersuchen, das wahrnimmt und auf diese Weise Schlussfolgerungen ziehen können. Dann treibt uns natürlich das Leib-Seele-Problem um. Wir arbeiten in dem Organ,
das offenbar mit Seele etwas zu tun hat. Und jetzt ist die Frage, wie konstituiert sich Seele in diesem Organ? Wie konstituiert sich Bewusstsein in diesem Organ? Und schließlich stellt sich auch die Frage, wo ist der Ort, wo das intentionale Ich sitzt, das Ich, das will, das entscheidet, das plant, das Verantwortung trägt? Und dann kommt natürlich diese missliche Frage des freien Willens, die auch weit diskutiert worden ist. Und da trifft bestimmt zu, was Sie gesagt haben. Die Medien haben da im Grunde ernst gemeinte Artikel, die für philosophische Zeitschriften geschrieben worden sind, verkürzt wieder dargestellt, bis hin zu diesem völligen Unsinn, dass sie gesagt haben, ja, wenn das, was das Gehirn macht, den Naturgesetzen gehorcht und damit eben nach Gesetzmäßigkeiten abläuft, dann kann der Wille nicht so frei sein, wie er ist. Und wenn er nicht so frei ist, dann kann man nicht schuldfähig sein, dann kann man auch nicht bestraft werden. Das ist völliger Schwachsinn natürlich. Verantwortlich bleiben wir, gleich wie rum man das dreht. So, ich glaube, es ist wichtig, zunächst mal was über die Aussagen zu erzählen, die die Hirnforschung hinsichtlich der Wahrnehmung macht. Philosophische Schulen haben Schwankungen durchmachend immer wieder auch den Schluss formuliert, dass Wahrnehmen ein sehr konstruktiver Prozess ist, dass wir aufgrund von Hypothesen und Vorwissen über die Welt Konzepte auf die Welt stülpen und unsere Wahrnehmung auf diese Weise geprägt wird. Das unterstreicht die Hirnforschung sehr eindrucksvoll. Sie kommt zu dem Schluss, dass Wahrnehmen im Grunde das Bestätigen von bereits Gewusstem ist unter Zuhilfenahme von einigen wenigen Sinnessignalen. Im Gehirn ist ein ungeheures Maß an Vorwissen gespeichert in der funktionellen Architektur des Gehirns. Schon weil die Gene ganz bestimmte Hirnstrukturen hervorbringen, sodass ein Baby, das mit dem Gehirn auf die Welt kommt, schon enorm viel über die Welt weiß, weil sein Gehirn so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Darin liegt Information, und zwar viel. Und dann kommen noch Prägungsprozesse dazu, darüber werde ich noch sprechen. Also, wir gehen davon aus, dass die Welt überhaupt nur wahrnehmbar ist und einteilbar in Objekte, Menschen, Tiere, also die Kategorien können überhaupt nur gebildet werden, weil wir schon wissen, was wir suchen. Wenn wir das nicht wüssten, wäre das alles ein großer Brei und man könnte überhaupt keine Konturen daraus extrahieren. Jetzt muss man sich fragen, wo kommt das Vorwissen her? Und ich hatte schon angedeutet, wenn zutrifft, dass alles Wissen, über das ein Gehirn verfügt, in der funktionellen Architektur liegt, dann muss man sich fragen, dann sind die Wissensquellen gerade die Ursachen, die die funktionelle Architektur festlegen. Und das ist allen zuvorderst natürlich die Evolution. Ich hatte schon angedeutet, unsere Gehirne haben sich angepasst an die Welt, in der der Organismus überleben musste, in einer ganz bestimmten Weise entwickelt durch Selektion, Versuch und Irrtum und Mutation. Und über diesen evolutionären Prozess ist enorm viel Wissen über die Struktur und über die Gesetzmäßigkeiten der Welt in die Architektur des Gehirns gelegt worden und wird von Generation zu Generation weitergegeben über die Gene. Dort ist der Speicher dieses Wissens. Dann kommt eine wichtige Phase, mit der das Wissen ergänzt wird. Das ist die Prägung während der Individualentwicklung. Das menschliche Gehirn entwickelt sich etwa 20 Jahre lang. Manche Leute sagen inzwischen schon bis zum 25. Lebensjahr, was möglicherweise zu einer Relativierung der Zuschreibung von Erwachsensein bedeuten könnte irgendwann mal. Und diese Entwicklung wird dadurch gekennzeichnet, dass Nervenzellen zwar zur Geburt fast alle schon da sind, aber nicht miteinander verbunden. Und es wachsen im Laufe der ersten 20 Lebensjahre in unterschiedlichen Regionen diese vielen Verbindungen aus. 10.000 bis 20.000 Verbindungen pro Nervenzelle. Die werden gebildet, viele davon werden aber wieder eingeschmolzen, verschwinden wieder. Und dieses Konsolidieren von einigen und wieder Vernichten von anderen erfolgt unter dem Einfluss von Aktivität. Das Gehirn ist ständig aktiv, produziert Aktivität und die wird dazu benutzt, festzustellen, welche Verbindungen passen und welche nicht passen. Und dann werden die nicht passen, in dem entsprechend funktionellen Kontext wieder abgeräumt. Nun ist es so, dass nach der Geburt die Sinnesorgane aktiv sind, die Babys mit der Welt interagieren, erzogen werden und alles diese Einflüsse modifizieren die Aktivität im Gehirn und modifizieren auf diese Weise den Entwicklungsprozess und legen fest, welche Drähte bleiben und welche gehen. Also eine richtige Watschen kann dazu führen, dass bestimmte Drähte konsolidiert werden und andere abgeschaltet. Über diese Prägung kommt nochmal enorm viel Wissen ins Gehirn.
Und das Wichtige daran ist, dass während der ersten 4 Jahre etwa die kleinen Kinder kein episodisches Gedächtnis aufbauen können. Die lernen zwar, aber sie erinnern sich nicht, in welchem Kontext sie was gelernt haben. Die wissen es, aber sie wissen nicht, woher sie es wissen. Und deshalb ist dieses Wissen, das früh erworben wird über Prägung, genauso wie das evolutionär erworbene Wissen, sogenanntes implizites Wissen. Man hat es, aber man weiß nicht, wo es herkommt. Und auf diese Weise wird es zum Überzeugungswissen. Wir lassen dann nicht mit uns diskutieren über diese Wissensquellen, weil wir sie nicht relativieren können. Das, was wir dann später lernen in der Schule, wo wir dann wissen, ja, das habe ich von dem, aber ich nehme den ja nicht ernst und deshalb kann ich das relativieren. Das geht mit diesem Wissen nicht. Und ich werde Ihnen dann Beispiele zeigen, die Ihnen, glaube ich, sehr eindrücklich nachvollziehbar machen, wie sehr wir Sklaven dieses impliziten Wissens sind. Und das hat möglicherweise auch Konsequenzen für die ethnischen Konflikte, die wir im Augenblick haben. So. Man kann also die Evolution als einen kognitiven Prozess verstehen, über den die sich entwickelnden Arten Wissen über die Welt erworben haben und das dann anwenden, um eben diese Welt zu ordnen, zu wahrnehmen, wahrzunehmen und sich in ihr zurechtzufinden. Wichtig ist jetzt, sich daran zu erinnern, dass die Evolution, hatte ich schon angedeutet, unglaublich konservativ ist. Wenn irgendwas mal irgendwann erfunden worden ist und sich bewährt hat, dann ist das erhalten worden. Und das führt dazu, dass die molekularen Bausteine von Nervenzellen in so einer kleinen Meeresschnecke genau die gleichen sind wie die Nervenzellen unserer Großhirnrinde. Die sehen ein bisschen anders aus, aber die Moleküle sind genau die gleichen. Die Signalübertragungsmechanismen sind die gleichen, die Lernmechanismen sind die gleichen. Was die Schnecke entdeckt hat über Kontingenzen in der Welt, dass also etwas, was gleichzeitig passiert, mit großer Wahrscheinlichkeit zusammenhängt, was miteinander zu tun hat, das ist in Lernregeln verankert worden, die molekular realisiert sind. Und die haben wir genauso in unserer Großhirnrinde wie die Schnecke, das in ihrem Nervensystem hat. Und auch das, was uns immer wieder dazu verführt, Kausalität anzunehmen, das passiert erst und dann passiert das. Und wenn das immer im gleichen Abstand kommt, dann haben wir das Gefühl, der da hat, ist dafür verantwortlich, dass das passiert. A vor B, auch das ist molekular realisiert und ist schon in der Schnecke so wie bei uns. Ist völlig gleich geblieben. Nun, ebenfalls konservativ war die Strukturentwicklung. Wenn man sich anguckt, wie in der Stammesgeschichte sich das zentrale Nervensystem entwickelt hat, dann stellt man fest, dass seit dem Auftauchen der Großhirnrinde, das ist so bei diesen Wirbeltieren, Opossum und Vögel haben auch ein bisschen schon sowas, keine neuen Strukturen hinzugekommen sind. Wirklich nichts Neues. Es gibt nur mehr vom Gleichen und zwar hauptsächlich mehr von Großhirnrinde. Der Unterschied zwischen den nicht kulturschaffenden Menschenaffen und dem kulturellen Wesen Mensch, der beruht ausschließlich auf dem Hinzukommen von einem halben Dutzend Großhirnrindenarealen. Mehr ist das nicht. Die sind identifizierbar. Die arbeiten nach genau den gleichen Prinzipien, wie die schon vorhanden sind oder die man hier findet oder da findet. Ein Stück Großhirnrinde von der Katze ist genauso anatomisch aufgebaut wie das bei uns. Funktioniert deshalb auch nach der gleichen Art. Ich hatte Ihnen ja gesagt, funktionelle Architektur legt fest, nach welchem Programm diese Strukturen arbeiten. Und wir haben nur mehr davon. Und dieses Mehr davon versetzt uns in die Lage, einige Dinge zu können, die nicht können. Nämlich eine Theorie des Geistes aufzubauen, also uns vorzustellen, was im Kopf des anderen vor sich geht, wenn der sich in einer bestimmten Situation befindet, ohne dass er uns das sagt oder durch Mimik, Gestik oder sonst wie mitteilt. Also eine Leistung, die Menschen können, ab 4 Jahren etwa, vorher nicht. Und die verdankt sich ganz bestimmten Bereichen der Großhirnrinde. Das war eine wichtige Erfindung in der Evolution. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Sie haben alle eine Theorie des Geistes, weshalb ich jetzt folgendes Experiment mache, dass ich den Zettel da vor aller Ihrer Augen hier unter meinen Computer stecke und dann schickt mir einen raus und während der draußen ist, nehme ich den Zettel vor aller Ihrer Augen und stecke ihn wieder in meine Hosentasche und frage Sie dann, wo glauben Sie, wird er suchen, wenn er wieder reinkommt? Dann würden diese Kerle da, genauso wie Kinder unter 4 Jahren, sagen, ja, natürlich in ihre Hosentasche, denn da ist er ja. Während Sie, die Sie eine Theorie des Geistes haben, sagen, ja, der hat ja nur sehen können, wo Sie es hingetan haben, als er herin war. Er wird natürlich unter dem Computer suchen. Da sehen Sie den feinen Unterschied. Das ist eine Leistung, die nur Menschen haben. Und das war wichtig für das
Erzeugen von Kulturen. Was wir auch können, was die nicht können, ist unsere Kleinen intentional erziehen. Tiere erziehen nicht. Tiere machen vor, die Kleinen äffen nach, aber man hat noch nie eine Schimpansenmutter beobachtet, die dem Kleinen die Hand geführt hätte, um eine Nuss zu knacken. Die guckt zu, wie der sich blutig schlägt, macht es selber richtig, aber instruiert nicht. Das können wir, das können die nicht. Und dann haben wir natürlich aufgrund der hinzugekommenen Plattformen die Fähigkeit zu sehr abstrakter Codierung, was uns dann wieder ermöglicht, Sprache zu entwickeln. Es muss nicht vokal sein, man kann das auch mit Zeichensprache machen, wie man weiß, aber man muss dieses Abstraktionsvermögen haben, um Symbole bilden zu können. Das können wir auch, das können die nicht. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die wir zusätzlich können und die haben dann zu dieser Spirale geführt, die die kulturelle Entwicklung hat, ermöglicht hat. Man muss auch dazu sagen, dass genetisch unsere Gehirne von denen der Höhlenbabys kaum verschieden sind. Die Gene haben sich seitdem nicht stark geändert. Aber aufgrund dieser langen postnatalen Prägungsphase sind die feinen Architekturen in unseren Gehirnen im 20. oder 21. Jahrhundert deutlich anders geprägt als die von einem Höhlenbaby, weil wir in einem soziokulturellen Umfeld aufgewachsen sind, das uns natürlich in ganz anderer Weise die Architekturen zu optimieren erlaubt hat. Also die Gehirne sind nicht gleich, obwohl die genetischen Anlagen fast nicht unterscheidbar sind. Hat sich nicht viel getan seitdem. So, aus all dem folgt, dass das, was wir als, entschuldigen Sie, gottgegeben hinnehmen, dass es also eine Welt gibt, die man sieht und eine Welt, die man ertastet und eine Welt, die gehört wird, dass das alles willkürliche Entscheidungen unseres Gehirns sind, die Welt so einzuteilen. Wenn Sie mal ans Licht denken, es ist halt gerade so, dass Wellenlängen, elektromagnetische Wellen zwischen 400 und 700 Nanometer uns als Licht erscheinen, weil die Photorezeptoren des Auges darauf empfindlich sind. Ein bisschen längere Wellenlängen kategorisieren wir als Wärme, weil das die Hautrezeptoren sind, die das dechiffrieren und nicht mehr die Photorezeptoren. Das ist völlig willkürlich, physikalisch und Kontinuum. Das gleiche gilt für Vibrationen und Klänge. Das kann man jetzt ziemlich weiter spinnen so. Auch was ein Objekt ist, ist nicht Gott gegeben. Das ist von uns festgelegt, aufgrund ganz bestimmter Regeln. Objekte haben solide zu sein, die müssen sich kohärent bewegen und so weiter. Müssen sich gegenseitig verdecken können. Über Lernregeln hatte ich schon gesprochen. Und was halt besonders unangenehm wäre, wenn die Regeln, nach denen wir logische Schlüsse ziehen, auch so angepasst und möglicherweise idiosynkratisch sind, weil es halt funktioniert in der Welt, in der wir existieren. Wir wissen das nicht. Aber jetzt zu den Beispielen für die Macht dieses impliziten Wissens. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, was ich Ihnen jetzt an ein paar einfachen Beispielen über das Sehsystem zeige. Das gilt für die gesamte Wahrnehmung. Durchgehend, was unserem Bewusstsein präsentiert wird vom Gehirn als Faktum, als primäre Wahrnehmung, ist das Ergebnis eines extrem komplizierten Rechenprozesses, der sich auf Vorwissen stützt, auf Hypothesen stützt, der Annahmen macht, von denen wir nichts wissen. So, hier die Beispiele. Viele von Ihnen werden das kennen, das sind so Modeln, wo man Zuckerl machen kann vor Weihnachten in Bayern. Und das ist hier die Unterseite, das sind diese konkaven Vertiefungen. Und hier ist die Rückseite von dem Ding, das sind dann diese Auswölbungen. Ich glaube, Sie sehen das alle so, ja? Nun sage ich Ihnen, das ist genau das Gleiche, das steht nur auf dem Kopf. Der Grund für diese sehr unterschiedliche Wahrnehmung ist, dass das Gehirn die Vorannahme macht, das Licht käme von oben, was vernünftig war, bevor es elektrisches Licht gab. Und wenn das Licht von oben kommt, dann ist konkav, was einen Schatten oben hat, und konvex, was einen Schatten unten hat. So. Auch wenn Sie das wissen, nutzt Ihnen das nichts. Sie sehen das so. Aber es kommt noch viel schlimmer. Ich behaupte, dass diese beiden Flächen exakt die gleichen sind. Ich kann den da nehmen und darüber legen und der passt genau. Es sieht so unglaublich aus. Ich habe selber versucht, ich habe es nachgemessen. Es stimmt wirklich. Also es stimmt. Was hier passiert ist, dass das Gehirn aufgrund von Vorannahmen über die perspektivische Verzerrung von Objekten Rechnungen anstellt und sagt, naja, wenn der gedreht ist, dann muss der so ausschauen. Und dann sehen Sie das so, obwohl das hier auf dieser zweidimensionalen Fläche völlig identisch ist. Sie werden es mir nicht glauben, aber Sie können da ein bisschen rumspielen, ich lasse das hier stehen. Es ist so. Dann, das Beispiel zeigt sehr schön, dass man eigentlich nichts wirklich sieht, wenn man nicht schon weiß, was es ist. Hier ist irgendjemand mit einem Farbtopf ausgelaufen, so sieht es aus. Ne? Aber wenn man jetzt nicht von der Seite drauf schaut, sondern von da drüben, wo die da stehen, dann sieht das Ganze so aus. Das ist ein
ein genialer Pflastermaler in England, der solche Bilder macht. Und das ist faszinierend zu sehen, was der alles hinkriegt. Man kann das im Internet auch kriegen. Der malt große Löcher in die Straßen und dann gehen die Leute drumherum. Also, und jetzt kommt das Furchtbarste. Ich behaupte, dass A und B völlig gleiche Helligkeit haben. Also ich bin hier nicht als Zauberkünstler, sondern, aber das werden Sie mir nicht glauben. Ich glaube es auch selber nicht. Was da passiert ist, dass das Gehirn diesen grünen Kubus, Konus sieht und den Schattenwurf. Auf der Netzhaut kommt genau gleich viel Licht an, von hier wie von da. Nun rechnet das Gehirn aber und sagt, naja, wenn über B ein Schatten liegt, dann muss B eigentlich heller sein, damit von B genau die gleiche Lichtmenge reflektiert werden kann wie von A. Sie sehen also das Ergebnis eines Rechenprozesses, der auf einer Vorannahme beruht, von der Sie zunächst mal überhaupt nichts wissen. Und selbst wenn Sie wissen, welche Vorannahme Sie gemacht haben, hilft Ihnen das nichts, um diese Wahrnehmung umzudrehen. Und jetzt passen Sie auf. Jetzt decken wir einfach mal die Sachen weg, die diese Täuschung erzeugt haben, nämlich den Schatten. Ja, wird immer besser. So. Daran sehen Sie, was Ihnen vorgemacht wird. Und Sie würden natürlich, wenn zwei Menschen da drauf schauen und einer behauptet, er sehe das so, dass, wie es gleich hell ist, sich von dem nicht beeindrucken lassen. Sie würden dem nicht glauben. Sie würden sagen, für mich ist es überzeugend, was ich selbst wahrnehme. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese vermittelte Wahrnehmung erfolgt nicht nur bei so einfachen Sinneswahrnehmungen, wie ich es Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, sondern trifft auch zu für die Wahrnehmung von sozialen Bedingungen. Verhältnissen in der Familie, Zuschreibungen von Hierarchieverhältnissen und sowas. Und es werden die kognitiven Schemata, die Sie zu dieser Wahrnehmung befähigen, in der frühen Kindheit geprägt, bis zum vierten Lebensjahr. Sie also nicht wissen, welche Vorannahmen Sie zugrunde legen, weil Sie das zwar gelernt haben, aber die Verursachung nicht kennen. Und es kommen zwei zusammen, die in völlig verschiedenen Kulturkreisen aufgewachsen sind, auf völlig verschiedene Weise kognitive Schemata geprägt bekommen haben und dann auf die gleiche soziale Situation schauen und die beurteilen müssen. Die kommen zu verschiedenen Schlüssen und es hat überhaupt keinen Sinn zu versuchen, den einen oder den anderen davon zu überzeugen, dass einer Recht und einer nicht Recht hat, sondern die werden beide, genauso wie Sie das hier gesehen haben, sagen, ja, das ist doch so, ich nehme das so wahr, Primärwahrnehmung. Über die lässt man nicht streiten und wenn Sie auf der Basis von implizitem Wissen vermittelt worden ist, dann ist dagegen kein Kraut gewachsen. Und das, glaube ich, muss man wissen, wenn man sich über diese interkulturellen Konflikte unterhält, weil es keinen Sinn macht, versuchen zu bekehren, sondern man muss versuchen, begreiflich zu machen, dass die Welt verschieden wahrgenommen werden kann, wenn man unterschiedliche Ausgangsbedingungen hat und dass man besser dran tut, sich gegenseitig zu respektieren, als zu versuchen, sich zu bekehren oder zu bekämpfen. So. Das Leib-Seele-Problem. Da ist die Hirnforschung apodiktisch im Augenblick. Sie sagt, dass alle die Funktionen, die wir auch mit seelischen und geistigen in Verbindung bringen, wirklich nur auf, das heißt nur, die Folge neuronaler Prozesse sind. Und damit sagt die Hirnforschung, wir haben keinen Raum für den ontologischen Dualismus, also für die kategoriale Trennung von Leib und Seele. Wir sagen zwar, es gibt eine Menge sozialer Realitäten und Zuschreibungen, zu denen auch die Seele gehört. Aber die müssen mit unterschiedlichen Sprachen beschrieben werden, die haben einen unterschiedlichen Status. Aber wir würden große Schwierigkeiten haben zu akzeptieren, dass, was ich eingangs schon sagte, außerhalb des Gehirns irgendeine, wie auch immer geartete Essenz oder Entität ist, in der zum Beispiel unser Ich residiert, unser Wille sich austobt, die dann auf irgendwelche geheimnisvolle Weise mit dem Gehirn in Wechselwirkung tritt, damit das macht, was dieser Wille will. Das geht im Rahmen der bekannten Naturgesetze nicht. Und ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, wir müssen aber davon ausgehen, dass die ausreichen, um das Gehirn erklären zu können. Oder aber man bekennt sich dazu und sagt, gut, das gilt also auch für den Wurm und für den Insekten und für alle anderen auch. Wir können es nicht falsifizieren, wir können es aber auch nicht beweisen. Und Wissenschaft geht immer so vor, dass sie die
dass sie möglichst wenig ungeprüfte Annahmen macht, wenn sie was versucht zu erklären. Und das wäre so eine. Und wir brauchen sie im Augenblick nicht. Wir hätten ein Problem, wenn es tatsächlich parapsychologische Phänomene gibt. Wenn irgendjemand mal das überzeugend beweisen könnte, dass ich nicht mein Handy brauche, um jetzt mit meiner Frau zu telefonieren, dann hätten wir echtes Problem. Es gibt bis jetzt solche Evidenzen nicht. Es hat zahlreiche Versuche gegeben, das zu verifizieren. Es sind alle fehlgeschlagen, die hatten alle statistische Probleme. Nun kann man sich auf eine Position zurückziehen und kann sagen, naja gut, es kann ja eine Klasse von Phänomenen geben, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie nicht reproduzierbar sind. In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, kann das ja passieren. Und die parapsychologischen gehören gerade da dazu. Dann beißt sich die Wissenschaft die Zähne aus, dann kann sie nur sagen, gut, das können wir dann nicht behandeln, denn wenn wir nichts reproduzieren können oder voraussagen können, lässt sich das nicht weiter verfolgen. Dann muss man das in die Domäne des individuellen Erlebens rücken und sagen, gut, wem sowas passiert ist, der muss halt dran glauben, wenn er keine andere plausiblere Erklärung dafür findet. Und ich habe selber solche Erlebnisse gehabt und ich tue mich selber schwer, aber ich wüsste nicht, was ich für ein Experiment anstellen sollte, um mich vom Gegenteil zu überzeugen oder es zu beweisen. So, über die sozialen Interaktionen hatte ich schon gesprochen. Warum glauben wir so stark dran, dass auch die mentalen Prozesse Hirnprozessen nachgängig sind? Weil alles aus der Klinik und alles, was man über nicht-invasive Verfahren feststellen kann, dafür spricht. Wir sehen zum Beispiel, dass zwischen der Vorstellung und der tatsächlichen Wahrnehmung im Gehirn hinsichtlich der Aktivitätsmuster fast kein Unterschied besteht. Wenn man eine Versuchsperson in den Scanner schiebt und sagt, machen Sie die Augen zu, stellen Sie sich ein rotierendes Wagenrad vor oder irgend sonst was und misst dann die Aktivitäten, dann findet man, was hier grün ist, aktiv, das braucht man, um die Speicherinhalte auszulesen hier aus den Sehrindenbereichen. Und was gelb und orange ist, wird dann aktiv und das zusammen macht dann diese Vorstellung. Und dann sage ich, machen Sie jetzt die Augen auf und dann sehen Sie es auf dem Bildschirm tatsächlich, dann kommt nur ein bisschen was dazu hier, diese paar roten Flecken. Das ist die primäre Sehrinde, das ist da, wo die Aktivität von Augen zum allerersten Mal im Gehirn zur Verarbeitung kommt. Und dieser kleine Unterschied ermöglicht der Person festzustellen, das habe ich mir jetzt nur vorgestellt oder ist tatsächlich da. Aber die Aktivitätsmuster gleichen sich mehr oder weniger vollkommen. Also Vorstellungen, Gedanken, Intentionen gehen alle mit definierten Hirnaktivitäten einher. Weil Wahrnehmen und Vorstellen so nah beieinander liegt in den Aktivitätsmustern, geht das auch oft schief, wie Sie wissen. Es genügt für Gesunde eine lange Periode von Schlaflosigkeit oder hohes Fieber und dann halluzinieren sie und dann nehmen sie als real wahr, was sie selbst erfunden haben. Und bei schizophrenen Patienten ist das pathognomonisch und da kann man danach schauen, weil die das eben regelmäßig produzieren, mit welchen Hirnaktivitäten das einhergeht. Und dann findet man, wenn die halluzinieren und hier hat ein Patient Stimmen gehört von einem Sprecher, der hinter ihnen steht. Und jedes Mal, wenn so eine Halluzination auftritt, drückt er auf den Knopf und dann sieht man, wie die Hirnaktivität da ansteigt. Und sie steigt genauso an, wie wenn man über Kopfhörer eine Stimme einspielt. Und interessanterweise steigt sie auch an in der primären Hörrinde, also da, wo die Fasern, die vom Ohr kommen, zum ersten Mal in der Großhirnrinde landen. Wir selbst auch, wenn wir stumm sprechen, einen Satz vorformulieren oder so, aktivieren die ganzen Sprachregionen. Genauso, als würde man wirklich sprechen, wir tun es dann bloß nicht. Aber wir aktivieren nicht unsere Hörrinde dabei. Und bei Schizophrenen schlägt diese Aktivität durch bis auf die Hörrinde und dann entsteht ein Muster, das völlig ununterscheidbar ist von dem, was entstünde, wäre tatsächlich ein Sprecher da. Und deshalb können die das nicht mehr unterscheiden. Sehen also, wie nahe Vorstellung und Wahrnehmung benachbart liegen im Gehirn, wie eng das verkuppelt ist. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie kann es denn sein, dass wir in der Lage sind, über unsere eigene Befindlichkeit Protokoll zu führen, über unsere eigenen Hirnfunktionen Bescheid zu wissen, Introspektion zu machen, zum Beispiel zu meditieren, unsere eigenen inneren Welten erkunden. Wie kann ein kognitives System sich über sich selbst beugen und sich zu erforschen versuchen? Und da muss man wieder die Evolution befragen. Wir wissen zwar, dass und Primaten sind bewusst, Katzen sind bewusst, Hunde sind bewusst, bloß sind das unterschiedliche Differenziertheitsgrade von Bewusstheit.
Und wir haben halt noch zusätzlich dann auch noch das sozial geprägte Selbstbewusstsein, unsere Identität. Und dann kann man sich anschauen, was passiert ist im Lauf der Differenzierung von Gehirnen in der Evolution. Und da sieht man, dass in relativ einfachen Gehirnen der Weg von außen über die Sinnesorgane, die sensorischen Organe, also Areale im Gehirn zu den exekutiven Strukturen relativ kurz ist, weshalb die auch mehr so reflektorisch handeln müssen. Die können nicht viel dazwischen setzen. Und im Laufe der Komplexitätszunahme von Gehirnen kommen ständig neue Areale dazu und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit der Peripherie überhaupt nicht mehr in Verbindung stehen, sondern die bekommen ihre ganze Information bereits vorverarbeitet von den stammesgeschichtlich älteren Arealen. Und das geht so über ein paar Stufen hinweg. Und ein weiteres wichtiges Kennzeichen ist, dass die alle miteinander reziprok verschaltet sind. Sie werden das gleich nachher nochmal sehen. So dass man hier was vorverarbeitet, hier raufschickt, weiterverarbeitet, immer nach dem gleichen Prinzip, weil die Großhirnrinde immer das Gleiche macht. Nur was sie zu essen kriegt, ist verschieden. Und so kann das mehrfach hier drin kreisen. Und auf diese Weise muss, und das ist eine völlig ungeklärte Frage, die Philosophen nennen das harte Problem der Bewusstseinsforschung, wie aus diesen Prozessen dieses immaterielle, ich bin mir bewusst, dass ich ein Gefühl habe, kommt. Das können wir nicht wirklich beschreiben. Es muss bloß irgendwie so zustande gekommen sein. Und man stellt sich eben vor, dass es über das Erstellen von Repräsentationen, von Repräsentationen, von Repräsentationen gegangen ist, so dass hirninterne Prozesse zum Gegenstand kognitiver Operationen werden, ähnlich wie die Welt Gegenstand kognitiver Operationen dieser Areale wird. Viel mehr ist da im Moment nicht drüber zu sagen. Da arbeiten sehr viele Leute dran und beißen sich auch entsprechend die Zähne aus. Jetzt kommt die vielleicht kniffligste Frage und vielleicht auch die unangenehmste Antwort. Die Frage, wo im Gehirn die Ergebnisse, die in diesen verschiedenen Hirnrindenarealen vorverarbeitet werden, letztlich gesammelt werden, um gemeinsam interpretiert zu werden, wo der Ort ist, an dem Entscheidungen fallen, wo das Ich sich konstituiert, wo Aktionen geplant werden, also kurz und gut das, was uns ausmacht. Und ich denke, ich spreche in Ihrer aller Namen, wenn ich sage, unsere Intuition ist, dass es irgendwo im Gehirn eine zentrale Schaltstelle geben muss, wo das alles passiert. Da, wo das Ich wirklich zu Hause ist. Wo bewertet wird, entschieden, koordiniert, wo auch Kreativität ihren Ausgang hat. Und das hat die Geistesgeschichte geprägt, seit Menschen über ihre Gehirne nachdenken. Nur die Buddhisten sind zu leicht anderen Schlussfolgerungen gekommen, die unseren ein bisschen ähnlicher sind. Aber das zum Beispiel Descartes, der hat ganz viele Gehirne von Kühen untersucht, weil er ein Zentrum gesucht hat, ein Organ, das nur einmal vorkommt, eine Struktur im Gehirn. Und Sie wissen, das Gehirn ist bilateralsymmetrisch, alles kommt doppelt vor. Das konnte es also nicht sein, außer der Hypophyse und der Epiphyse. Die kommen nur einmal vor. Wer nicht fachmännisch ein Gehirn einem Schädel entnimmt, der reißt die Hypophyse ab. Deshalb hat er Descartes die Hypophyse nicht gefunden. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, war die Epiphyse. Und dann hat er die zum Sitz des inneren Auges ernannt. Wir wissen heute, dass die ist beschäftigt mit der Regulation des Tag-Nacht-Rhythmus. Und also für Leute, die Jetlag leiden, die müssen da was, können Melatonin nehmen. Das wird dort produziert. Die Hirnforschung entwirft ein völlig anderes Bild von der Organisation des Gehirns. Und das ist nun, glaube ich, wirklich eine etwas unangenehme Vorstellung. Also wir sehen keine übergeordnete Instanz, wir sehen keinen Beweger da drin, sondern das Ganze sieht ungefähr so aus. Hat dann das schon gezeigt. Wir haben sehr viele Hirnrindenareale, die sich mit unterschiedlichen Informationen befassen und deshalb scheinbar Unterschiedliches leisten. Aber wenn man dafür sorgt, dass Sehnervenfasern in die Hörrinde einwachsen, dann sehen die Tiere mit ihrer Hörrinde. Das ist der Hirnrinde völlig gleich, was sie zu arbeiten bekommt. Die macht immer das Gleiche. Aber weil halt nun mal der Sehnerv die Information hier hinschickt und das Gehör die Information daher, sind das Hörzentren und das Sehzentren. Wir haben ungefähr 130 solche Areale, die alle was Verschiedenes machen. Und die liegen, wie Sie da sehen, in den beiden Hirnhälften verteilt. Die sind miteinander verschaltet, so wie Sie das da sehen. Das ist jetzt ein Primatengehirn und nur ein kleiner Ausschnitt. Das sind hier nur die Sehzentren und ein paar exekutive Strukturen. Jeder rote Punkt steht jetzt für ein Hirnrindenareal. Also das sind
Millionen oder Milliarden Zellen drin in so einem roten Punkt. Und diese weißen Striche da, das sind die Bahnen, die diese Areale miteinander verbinden. Immer wechselseitig, immer reziprok und auf diese sehr komplizierte Weise. Aber Sie sehen hier nirgendwo die Spitze der Pyramide, die Konzernzentrale, irgendwas, ein Flaschenhals oder so, sondern es ist alles verteilt. Es läuft parallel von den sensorischen Arealen nach vorne zu den exekutiven. Und auch da gibt es nirgendwo ein übergeordnetes Zentrum, das die Bewegungen koordiniert ist, sondern jeder macht da so seine Teilarbeit und das funktioniert alles wunderbar koordiniert. Und ich werde Ihnen dann gleich sagen, woher das kommt. Das ist eine andere Art der Darstellung, die zeigt nur, dass die Evolution sehr, sehr gut gearbeitet hat, weil das die Anordnung wäre, die mit minimaler Leitungslänge auskommt. Und die sieht schon sehr ähnlich aus wie das, was tatsächlich ist. Es hat übrigens die Architektur, die da drin ist, hat die Eigenschaften von sogenannten Small World Networks, von kleinen Weltennetzwerken. Also das Internet hat so eine Struktur und soziale Systeme haben solche Strukturen. Die haben den Vorteil, dass man von einem Punkt zu irgendeinem anderen mit möglichst wenig Umsteigen kommt. Das ist jetzt nochmal Sinnesystem Katze, wieder Hirnrinde. Jeder Punkt ein Hirnrindenareal, Verbindungen zwischendrin. Sehzentren, die sich mit dem Tasten befassen, mit dem Hören befassen. Und das sind Systeme, die zum limbischen gehören, limbischen System. Dort werden die emotionalen Beiwerte erzeugt, die diesen Objekten dann beigefügt werden. Also wenn die hier, nehmen Sie an, Sie sehen, irgendwo hier war es ein wunderbarer schwarzer Hund, ein ganz freundlicher, Sie sehen den, betasten ihn und der macht auch noch Geräusche. Dann sind alle diese Areale gleichzeitig aktiv und die hier würden außerdem noch ihre Bewertung abgeben und sagen, brauchst keine Angst haben, ist ein freundlicher Hund, so wie das alles aussieht und muss nicht weglaufen. Und macht in uns dann auch vertraute Gefühle. Diese Areale sind also alle gleichzeitig aktiv, befassen sich mit Teilaspekten dieses Hundes. Die einen interessieren sich für die Farbe, die anderen für die Textur, die dritten für die Bewegung, die vierten für die Größe, die fünften für die Form. Alle zusammen erzeugen dann den Hund. Und die hier sagen, was das Fell für eine Textur hat und die hier, was er für Geräusche macht. Wenn Sie in diesem Gehirn nach der Repräsentation dieses Hundes suchen, werden Sie sie nicht finden. Sondern der Hund liegt, wenn Sie so wollen, verteilt als ein Aktivitätsmuster, das eine große Zahl von Hirnrindenarealen mit einschließt, die alle aktiv sind. Da entsteht ein komplexes raumzeitliches Muster und das ist die Entsprechung für die Wahrnehmung Hund. Ich finde das sehr unangenehm, also, weil man nichts mehr greifen kann. Es ist in dazwischen, es ist in den Relationen. Aber es wird gleich ein bisschen durchsichtiger, warum das so ist. Wenn das jetzt also so ist, dass es im Gehirn nicht nochmal einen Beobachter gibt, der auf das Ganze schaut, wenn es da keinen Beweger gibt, der das alles in Gang bringt, sondern dass sich alles selber organisiert, dann kommt eben die Frage, wie entscheidet so ein System, wie koordiniert seine Aktionen, wie kann das zu kohärenten Wahrnehmungen kommen, wenn doch alles verteilt liegen bleibt? Und das treibt uns im Augenblick sehr stark um und da wird sehr intensiv geforscht. Es folgt aus dieser Organisation, dass die Inhalte von Wahrnehmungen, Gedanken, Entscheidungen, Plänen, alles, was so ein Gehirn macht, aus verteilten Erregungsmustern bestehen müssen, an denen sehr, sehr viele Neurone gleichzeitig partizipieren. Also, es herrscht eine Codierungsform vor, die ungefähr so ist, wie das, was man in unserer Sprache auch wieder findet. Wir haben 26 Buchstaben, können damit aber die Weltliteratur schreiben. Es kommt alles darauf an, wie wir die Buchstaben zu Silben gruppieren, die Silben zu Worten und die Worte zu Sätzen. Und im Gehirn ist es etwas ähnlich. Die einzelnen Nervenzellen, die sprechen an auf kleine Merkmale, vertikale Konturen, horizontale Konturen, eine bestimmte Farbe und solche Sachen. Die werden zu Gruppen zusammengebildet, zusammengebunden, temporär, die dann wie eine Silbe oder wie ein Wort schon was Komplexeres bedeuten können. Und um dieses Komplexere dann einzubetten in die noch komplexere Welt, muss man dann Sätze formulieren. Nun wissen Sie, wenn man Sätze formuliert, dann braucht man Syntax. Es braucht Regeln, die sagen, wer mit wem wie in Verbindung steht. Und das gleiche Problem hat das Gehirn auch. Und weil das so ist, müssen Nervenzellen zwei Botschaften gleichzeitig vermitteln. Und was ich Ihnen jetzt sage, ist relativ
rezente Einsicht in der Neurobiologie. Sie müssen einmal sagen, ob das Merkmal, für das Sie stehen, wirklich da ist. Ob, wenn so ein Neuron in der Sehrinde guckt, auf irgendeinen Punkt im Sehrahmen, reagiert auf Blau. Wenn das Blau da ist an der Stelle, dann wird diese Nervenzelle aktiv werden. Und je verlässlicher dieses Blau da ist, umso stärker wird sie aktiv werden. Aber sie muss gleichzeitig noch sagen, mit welchen vielen anderen Nervenzellen sie in Verbindung steht, gemeinsame Sache macht, um den Satz zu formulieren, dass es sich nämlich hier um einen blauen Stecker handelt, der auf einem weißen Tisch ist, der auf dem Parkettboden steht. Diese Relationen müssen irgendwie mitgeteilt werden. Und das machen sie vermutlich dadurch, dass sie nicht nur aktiver werden, sondern ihre Aktivität ganz präzise mit den Aktivitäten der Neurone, mit denen sie gerade gemeinsame Sache machen, synchronisieren. Und sie tun das auf der Basis von Schwingungen. Ich lasse das jetzt mal mit dem Mechanismus, sonst führt uns das zu weit. Aber es ist nämlich wichtig, weil wenn wir dann hinterher möglicherweise über Meditation und die neurobiologischen Grundlagen von Meditation sprechen, dann müssen Sie das jetzt schnell noch wissen. Was passiert ist, dass wenn Nervenzellen sich ans Arbeiten machen, sie sich zu Gruppen zusammenschließen, die schwingen so im 30, 40, 50 Herzbereich, das kann man hören, das ist so wie so ein Schnurren. Und diese Schwingungen, die werden untereinander synchronisiert. Und die, die synchron schwingen, gehören dann aus der Sicht der anderen Nervenzellen zusammen. Da gibt es gute Gründe, weil das Synchronsein für das Gehirn eine ganz besondere Bedeutung hat oder für Nervenzellen eine besondere Bedeutung hat. Und so kann man zeigen, dass Nervenzellen, die sich an der Kodierung eines bestimmten Objektes beteiligen, jetzt gerade gemeinsam im selben Takt schwingen und synchron sind. Und wenn ich mir dann was anderes anschaue, dann nehme ich einen Teil dieser Nervenzellen und synchronisiere sie mit anderen, um einen neuen Satz zu formulieren. So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen. So, das springe ich jetzt einfach mal weg. Ah ja, so sieht das aus, ist vielleicht für Sie ganz interessant. Man steckt eine Elektrode ins Gehirn, sammelt die Aktivität von Nervenzellen und stellt die dann dar als solche Nadeln, das sind elektrische Potenziale, Entladungen. Und da sehen Sie schon, es ist hier so eine Gruppe von Nervenzellen, große und kleine. Und wenn die entladen, dann machen die das in so Gruppen. Und das ist periodisch, wie Sie hier an dem Summensignal sehen. Und das Ganze passiert hier so in der Frequenz von etwa 40 Hertz ungefähr. Damit wird ein ganz, ganz komplizierter Kodierungsrahmen erschlossen im Gehirn. Sie müssen sich vorstellen, das sind ganz viele Oszillatoren, die in unterschiedlichen Frequenzbereichen schwingen können, die jetzt ihre Aktivitäten synchronisieren können, können desynchronisieren, können Wahlverwandtschaften eingehen und auf diese Weise sehr komplexe dynamische Muster erzeugen. Und diese dynamischen Muster sind dann die Entsprechung von Gedanken, Objekten, die man wahrnimmt, Plänen, motorischen Programmen. Mehr ist da nicht, aber es ist kompliziert genug. So, jetzt mache ich einen ganz großen Sprung und gehe weg von Experimenten an Tieren, die zu diesen Detailkenntnissen geführt haben, und zeige Ihnen noch mal ganz schnell, wie man vorgeht, wenn man wissen will, was ist eigentlich die neuronale Grundlage von bewusster Verarbeitung im Vergleich zur unbewussten Verarbeitung. Und da geht man so vor, dass man Versuche macht etwa dieser Art, bittet eine Versuchsperson auf ein Fixationskreuz zu schauen, auf dem Bildschirm, dann kommt so weißes Rauschen, wie auf dem Fernseher, wenn das Programm aus ist, dann ein Wort, dann wieder ein Rauschen und am Ende der Sequenz nochmal ein Wort, das gleiche oder ein verschiedenes. Nun stellt man die Masken so ein, dass die Versuchsperson das Wort immer nur so in 50% der Fälle sieht. Es gibt also Durchläufe, wo hier nichts gesehen wird. Jetzt muss die Versuchsperson hier hinten entscheiden und die sagt immer, was soll ich machen, ich habe nichts gesehen. Dann sage ich, macht nichts, raten Sie. Drücken Sie entweder gleich oder verschieden, wenn Sie nichts gesehen haben, raten Sie halt. Und dann findet man, dass die, auch wenn sie nichts gesehen haben, bewusst wahrgenommen haben, das Gehirn das doch verarbeitet hat, weil die Reaktionszeiten für den Gleichheitsfall viel kürzer sind, als für den Fall, dass es nicht stimmt. Also irgendjemand im Gehirn weiß, was das war. Nur die Person als Ganzes ist sich dessen nicht bewusst. Und auf diese Weise kann man sehr schön untersuchen, was der Unterschied zwischen bewusster und unbewusster Verarbeitung ist. Und jetzt kann man schauen, was macht es denn eigentlich, dass bestimmte Signale ins Bewusstsein kommen und andere nicht. Sie wissen alle, es kommt nur ein winziger Ausschnitt dessen, was im Gehirn dauernd unterwegs ist, ins Bewusstsein. Der Kurzzeitspeicher, der diese Inhalte fassen kann, der hat gerade Platz für vier verschiedene Inhalte.
Und drunter ist ein riesiges Reservoir an Prozessen und an Wissen im Unterbewusstsein, das immer nur so episodisch hochkommt. Und Sie können nicht mal wollen, dass was ganz Bestimmtes hochkommt. Sie wissen, dass wenn Sie nach einem Namen suchen, dann können Sie manchmal lang suchen, kommt dann, wenn Sie nicht suchen. Sie können nicht wirklich willentlich in Ihrem Unterbewusstsein suchen nach irgendetwas. Das kommt motivationsabhängig oder auch zufällig vermutlich nach oben. So, jetzt kann man also EEG ableiten oder mit Magnetoenzephalographen und schauen, was ist eigentlich der Unterschied in der Hirnaktivität. Und was man da macht, ist, man nimmt die Hirnwellen, die man messen kann und bestimmt deren Frequenz, bestimmt deren Amplitude, also wie stark die sind. Und dann kann man noch ein zusätzliches machen. Man kann nicht nur schauen, sind die groß oder klein und was haben sie für eine Frequenz oder schwingen die wirklich genau im Gleichtakt oder schwingen die irgendwie durcheinander. Was Sie hier sehen, ist erstmal nur eine Amplitudenmessung für den Fall der bewussten Wahrnehmung. Das ist hier oben und für den Fall der unbewussten Wahrnehmung. Da wird das erste Wort gezeigt. Das ist die Wartephase und da kommt das zweite, hier müssen Sie dann entscheiden. Wenn die das bewusst gesehen haben, dann speichern die Inhalte im Kurzzeitspeicher ab. Das geht mit Signalen einher, die hier nicht gezeigt sind. Und kurz bevor sie es dann rauskriegen müssen, die wissen, wann das kommt, lesen sie, und das ist das Korrelat dafür, aus dem Kurzzeitspeicher die Information aus. Das geht nicht, wenn sie es nicht bewusst wahrgenommen haben, denn da ist nichts drin. Aber interessanter ist diese frühe Phase. Das geht ja auch da. Hier ist etwas anders gemacht worden. Hier ist die Präzision der Synchronisation gemessen worden, also ob die genau schwingen oder nicht. Und was ich Ihnen jetzt sage, ist wichtig, für, wenn wir über Meditation spekulieren wollten. Das ist nämlich der Punkt. Dann werden die Schwingungen in einem ganz bestimmten Frequenzbereich, wenn sie bewusst wahrnehmen, wenn das, was sie sehen, bewusst wird, ungefähr 150 Millisekunden, also 150.000stel Sekunden nach der Darbietung des ersten Wortes, gibt es diese Insel da von sehr hoher Synchronizität, ganz präzise Schwingungen im Bereich von 60 Hertz etwa. Das ist auch das, was bei den meditierenden Mönchen so stark zunimmt. Und dann passieren ein paar Sachen, die hier nicht gezeigt sind. Und wenn das nicht bewusst wahrgenommen wird, aber nur verarbeitet, dann fehlt das. Und dann kann man schauen, wo im Gehirn passieren denn diese synchronen Ereignisse. Und dann sieht man, dass das ein weit verbreitetes Netzwerk ist. Das sind hier die das sind hier die Elektrodenpositionen, also die Sensoren. Und wenn bewusst wahrgenommen wird, dann stellt sich plötzlich eine Phase ein, in der die Schwingungen, die hier lokal abgegriffen werden, über ein riesiges Netzwerk verteilt ist. Es geht über beide Hirnhälften, von vorne nach hinten, sich die Areale präzise synchronisieren. Und wenn das passiert, dann sagt die Versuchsperson, ja, ich habe es bewusst wahrgenommen. Wenn das nicht passiert, dann gibt es zwar lokal diese Schwingungen auch, und ich hatte Ihnen schon gesagt, das Gehirn verarbeitet die Inhalte und weiß auch offenbar, ob das gleich oder verschieden war, aber es fehlt diese hohe Kohärenz. Und wenn Versuchspersonen einschlafen oder wenn man Tiere in die Narkose bringt, dann ist das Erste, was verschwindet. Diese weit großräumige Synchronisation von Aktivitäten geht weg. Die lokalen Antworten bleiben lange Zeit erhalten und selbst in tiefer Narkose können Sie neuronale Antworten von einzelnen Zellen ableiten, die sind wunderbar, aber das Konzert ist nicht mehr koordiniert und dann gibt es kein Bewusstsein mehr. Nun, das ist deshalb interessant, weil bei meditierenden Mönchen während der meditativen Zustände gerade solche hochkohärenten Zustände über zentralen Hirnrindenregionen stark zunehmen. Und ich bin dann gern bereit, mit Ihnen zu diskutieren, zu interpretieren, was das bedeuten soll. Ich habe mich jetzt lang mit dem Mathieu Ricard, diesem buddhistischen Mönch, der mit dem Dalai Lama viel zusammen macht, unterhalten. Und wir haben ein kleines Büchlein jetzt bei Surkamp über den Dialog rausgegeben. Und an dem sind viele dieser Messungen gemacht worden. Der beschreibt sehr schön, was er dabei erlebt, weil der früher Naturwissenschaftler war und deshalb die Sprache spricht. Und da scheint ganz gut zu passen, dass da mit großer Aufmerksamkeit bewusste Zustände erzeugt werden, die ein hohes Maß an Bewusstheit haben und die dem ganz ähnlich sind, was das unbewusste Verarbeiten vom bewussten Verarbeiten unterscheidet. Die Topologie ist ein bisschen anders. Die Meditierer, die aktivieren noch viel mehr die nicht-sensorischen Areale, sondern die mehr die zentralen, die hier vorne liegen.
Das ist jetzt nicht alles nur zerebrale Gymnastik, warum man sowas macht, sondern es hat auch weitreichende Konsequenzen. Es zeigt sich nämlich, wenn man schizophrene Patienten untersucht, bei denen man ja annehmen musste, irgendwas funktioniert da nicht mit der Bindung von parallelen Operationen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie unsystematisch denken, also Denkstörungen haben, Falsches miteinander verbinden, was zu verbinden ist, voneinander trennen, nicht binden können. Die haben Objektwahrnehmungsstörungen. Und das dissoziative Verhalten, das man da kennt, das sieht sehr danach aus, als würde dem eine Koordinationsstörung zugrunde liegen, sodass gerade das eben nicht so gut funktioniert. Und nun kann man die untersuchen auf genau die gleiche Weise. Und dann findet man, dass die in der Tat, na, ich lasse die Daten weg, dass die nicht diese hochfrequenten Oszillationen erzeugen können mit genügender Regelmäßigkeit und vor allen Dingen, dass sie sich nicht über größere Entfernungen synchronisieren können. Das hat jetzt multiple Ursachen, die sind zum Teil, kann man die jetzt verstehen, weil wir wissen, was die Oszillationen herstellt und weil wir wissen, wie die miteinander verrechnet werden. Aber jetzt zum Abschluss noch, was sagt denn dann der Neurobiologe, wenn er gefragt wird, was das neuronale Korrelat von phänomenalem Bewusstsein ist, also von der Fähigkeit, Protokoll zu liefern dessen, was man wahrgenommen hat. Und dann sagt er halt aufgrund solcher Befunde, naja, das ist ein kohärenter, sehr gut koordinierter, metastabiler, also kurzdauernder, fragiler Zustand eines sehr verteilt organisierten Systems, das sich offenbar selber organisiert, denn es ist ja kein Beweger oder Koordinator darüber, das organisiert sich selber so. Und es ist natürlich ein System, das hoch nicht linear ist. Und vermutlich werden wir diese Art von Beschreibungen nicht viel weiter reduzieren können. Man wird vielleicht noch angeben können, was die genaue Struktur dieser rahmenzeitlichen Muster ist, aber das wird dann was sehr, sehr Unanschauliches werden, weil es was sehr Hochdimensionales werden wird. Solche Zustände lassen sich nicht mehr im zweidimensionalen oder dreidimensionalen Raum darstellen, sondern da muss man dann mathematische Beschreibungen finden, Vektoren, die, weiß ich nicht, 100 Dimensionen haben oder sowas. Das können Sie dann zur Kenntnis nehmen, aber vorstellen können Sie sich das alles nicht mehr. Und das ist das Problem, in das unsere Wissenschaft jetzt läuft. Sie wird in zunehmendem Maße unanschaulich, indem sie präziser wird. Wir können die Sachen, die wir entdecken und von denen wir wissen, das ist das Korrelat von einem Wahrnehmungsinhalt, nicht mehr richtig beschreiben. Uns fehlen die Worte, weil die Welt im Gehirn oder die Prozesse, mit denen das Gehirn arbeitet, andere Prozesse sind als die, die wir in unserer Welt wahrnehmen können. Das ist das Faszinosum, dass das Gehirn ein sehr nichtlineares, sehr dynamisches System ist, das mit ganz hochdimensionalen Objekten jonglieren kann, die wir uns nicht vorstellen können. Wir benutzen aber genau diesen Apparat, um diese Welt zu ordnen und sie im Wesentlichen als lineare Welt abzubilden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wo denn in dem System konstituiert sich jetzt das Ich? Wo sitzt der Wille? Wen in dem System machen wir für irgendwas verantwortlich? Alles das sind falsch gestellte Fragen. Man muss dann einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, das System als solches ist nicht weiter reduzierbar. Das macht solche Sachen. Das System gehört mir. Ich bin's. Also bin ich auch zuständig und darf mich da nicht ausnehmen. Ich kann nicht irgendwas auf mein Gehirn schieben, sondern ich bin's. Und muss damit leben. Und dann gibt es eben Menschen, die Pech haben und Gehirne haben, die ihnen nicht erlauben, sich sozial angepasst zu verhalten. Die landen dann irgendwann einmal in Erziehungsanstalten oder in Gefängnissen. Und da gibt es die anderen am anderen Ende der Normalverteilung, die das Glück haben, Stargeiger zu werden oder mathematische Genies oder Komponisten. Und wir sind halt alle irgendwo so mitten in der Normalverteilung drin. Da hängen jetzt eine Menge interessanter Fragen dran, die Sie sich jetzt alle selber stellen können, wenn Sie mal gesehen haben, was so die Hardware ist, die Sie in Ihrem Kopf haben und die alles das für Sie erledigt, was Sie so wunderbar finden. Und ich glaube, es demystifiziert halt überhaupt nichts von dem, was wir sind, weil es halt so ist, wie es ist. Und das so wunderbare Sachen kann, dass die werden dadurch nicht weniger wunderbar, dass sie auf molekularen Prozessen beruhen. Denn was sind schon molekulare Prozesse? Das sind auch wieder Beschreibungen.
Das, was Sie da aus der Schule gelernt haben, dass das so Dinger sind mit Kugeln und mit Stäben verbunden, das können Sie gleich wieder vergessen. Das sind Kraftfelder. Und, also je genauer man hinschaut, umso mehr zerrinnen einem die Beschreibungen zwischen die Finger, die wir gewohnt sind. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, auf diesen kleinen Ausschnitt von Welt anzuwenden. Da funktioniert das gut. Aber daher kommen auch die falschen Konzepte, weil wir das Gefühl haben, wir könnten den ganzen Rest der Welt mit dem beschreiben, was wir aus diesem kleinen Stückchen Welt intuitiv erschlossen haben. Und das ist halt nicht möglich und führt deshalb auch ständig zu Widersprüchen. Die Modelle, die wir aus dieser Welt genommen haben und jetzt auf die Quantenwelt anwenden oder auf die Hirnwelt oder auf den Kosmos, die funktionieren ja alle nur partiell, sind voller Widersprüche. Und deshalb kann man also so einen Kasten um die Wissenschaft rummalen und kann sagen, innerhalb dieses Kastens ist sie in sich konsistent. Sie kriegt sehr viel raus über eine wie auch immer geartete Wirklichkeit oder einen Teil davon, kann Voraussagen machen, Medikamente entwickeln, die funktionieren, Flieger bauen. Aber sie taugt halt überhaupt nicht, um Auskunft darüber zu geben, wie die Welt möglicherweise wirklich hinter den Phänomenen ist. Und ich glaube, sie lässt just dem Glauben mehr Platz denn je. Denn was sie tut, ist, sie schiebt die Grenzen des Wissbaren nach außen. Das ist aber ungefähr so, wie wenn man einen Ballon bläst. Die Oberfläche zum Unbekannten wird dadurch immer größer, weshalb die Wissenschaften exponentiell wachsen, weil es immer mehr Grenzflächen gibt zum Nichtgewussten hin. Und problematisch wird es nur dann, aber hier ist keiner dieser Kirchenväter, den ich das sagen könnte, aber im Vatikan sage ich das gelegentlich, wenn Glaubenssysteme dann versuchen, und das unterscheidet halt eine gute Religion von Esoterik, Teile ihrer Sätze mit wissenschaftlichen Argumenten beweisen zu wollen. Und wenn das anfängt, dann wird erstens die Wissenschaft missbraucht und zweitens verliert das Glaubenssystem natürlich total seine Legitimität. Denn was man auf die Weise beweisen kann, braucht man nicht mehr glauben. Also es wäre jetzt dumm, eine Schöpfungsgeschichte zu formulieren, wenn man Evolutionsgeschichte akzeptiert hat und so. Also ich glaube, Wissenschaft und Glaube sind orthogonal, stehen sich überhaupt nicht im Weg. Und ich glaube auch nicht, dass das, was die Wissenschaft zutage fördert, ein Angriff auf Menschenwürde ist oder sowas. Im Gegenteil. Also wir haben die ganzen narzisstischen Kränkungen mit Bravour überstanden, dass die Erde jetzt so ein kleines Ding in dem großen All ist, hat uns eigentlich lebensweltlich nichts ausgemacht. Wir heiraten nach wie vor, setzen Kinder in die Welt und so. Auch der Umstand, dass es auf der Erde irgendwann mal ganz furchtbar heiß und dann sehr kalt werden wird, das stört uns auch nicht. Und so wird uns das auf die Dauer auch nicht stören, dass wir uns dazu bekennen werden, dass wir das sind, was unser Gehirn uns zu sein erlaubt. Vielen Dank. Ja, lieber Professor Singer, herzlichen Dank für diesen sehr komprimierten Einstieg in eine für uns alle doch irgendwie fremde, auf der anderen Seite auch ganz vertraute Welt. Ich dachte irgendwie an das Wort des Heraklit, das ich am ersten Abend zitiert hatte. Wir haben jeden Tag damit zu tun und trotzdem kommt es uns ganz fremd vor. Also herzlichen Dank dafür, auch für, wie soll man sagen, dieses Bewusstsein, was Sie demonstriert haben für die, ja, für die Vorläufigkeit alles dessen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, Sie haben, wie Sie es auch zuletzt angedeutet haben, einen großen Ballon aufgeblasen, der jetzt viele Fragen in sich trägt. Den wollen wir auch nicht gleich zerplatzen lassen, sondern ein paar Fragen rauslassen. Das heißt, die Runde ist offen. Sie haben Gelegenheit zur Nachfrage. Ich habe schon eine Wortmeldung gesehen. Da drüben ist noch eine zweite. Jetzt kommen ganz viele. Also fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoffentlich kann ich mir das merken. Kann man ausmachen, ja. Ja. Geht es? 1, 2, 3. Ja, ist an. Ist an? Okay. Wir haben über Vorstellung und Wahrnehmung gehört, über Verarbeitung gehört. Aber wo ist das Gedächtnis? Ist das im Kopf? Ah, ja, habe ich jetzt nicht über Lernprozesse gesprochen. Also Lernen erfolgt so, dass Verbindungen zwischen Nervenzellen, die dann in diesem Reifungsprozess schließlich übrig geblieben sind, nochmal in ihrer Wertigkeit verändert werden können. Wenn also zwei Nervenzellgruppen sehr häufig kohärent aktiv sind, was
darauf hinweist, dass das, was die kodieren, miteinander zu tun hat und sie das assoziieren wollen hinfort, dann werden die Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen in ihrer Wertigkeit verstärkt an der Überträgerstelle. Da werden Moleküle eingebaut, die die Übertragung sicherer machen. Und wenn sie was entkoppeln wollen, dann werden die Verbindungsstellen schwächer gemacht. Und darauf beruht Lernen. Da wird also das Netzwerk funktionell verändert durch Veränderung der Effektivität der Verbindungen. Und dadurch entstehen dann andere rahmenzeitliche Muster, sodass dann ein neuer Lerninhalt da reingespeichert werden kann. Und das begleitet uns ein Leben lang, ist eigentlich die Fortsetzung dieser Architekturoptimierung, die während der Entwicklung erfolgt unter dem Einfluss von Erfahrung. Nur, dass jetzt keine neuen Verbindungen mehr geknüpft werden, sondern die, die da sind, werden modifiziert. Und das Lernen ist verteilt. Es gibt nicht einen Ort, an dem die Speicher werden oder so, sondern wenn Sie was Visuelles lernen, ein visuelles Objekt neu entdecken und sich daran erinnern, dann erfolgen die Veränderungen im visuellen System, ein neues Wort im auditorischen, ein neuer Gedanke im Sprachzentrum. Gut, machen wir hier vorne weiter. Ja, also erstmal vielen Dank für diese sehr lebendige Art, auch das sehr komplexe Wissen für mehr oder weniger für mich als Laien darzustellen. Nur beim letzten Satz, da hat sich bei mir natürlich richtiger Widerstand geäußert, denn Sie sagen einmal, so wie ich Sie verstanden habe, die Metaebene der Wissenschaft ist ja sozusagen gar nicht da, es ist ja die Millimeter bis Meter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir das erste Mal eben in der Lage, nicht nur Kinder in die Welt zu setzen, sondern auch die Welt wirklich mit den wissenschaftlichen Mitteln zu zerstören, unseren Lebensraum. Und das ist eine neue Dimension und die zwingt ja die Wissenschaft zu einer ganz anderen, zu einem ganz anderen Umgang mit dem Wissen, was möglich ist. Und da war der letzte Satz für mich irritierend. Was war denn das für eine Sie haben gesagt, ja, die Welt hat sich weiter nicht verändert, wir haben unseren wissenschaftlichen Rahmen und in dem Rahmen leben wir weiter, so wie früher, setzen Kinder in die Welt, so habe ich das verstanden. Ach so, dann, ich habe gedacht. Und diese Gefahr, die sich jetzt mit dem Wissen, was uns verfügbar gemacht wird oder verfügbar ist, das ist doch höchst gefährlich. Also, naja, also Sie haben mich falsch verstanden. Ich meinte, obgleich wir diese ganzen narzisstischen Kränkungen erfahren haben, dass wir die Produkt von Evolution sind und nicht von einer genialen Schöpferhand, die uns da so zur Krone der Schöpfung gemacht hat mit einem Schlag. Und dass das kopernikanische Weltsystem halt uns als den Mittelpunkt der Welt entfernt hat und jetzt die Hirnforschung uns zeigt, dass selbst unsere Seele möglicherweise eine materielle Basis hat. Das tut ja zunächst mal weh, aber ich sagte, so weh tut es dann offenbar auch wieder nicht, denn wir machen ja ganz ungestört weiter. Damit habe ich nicht sagen wollen, dass Wissenschaft nicht ihre Probleme hat, aber sie hat einen Januskopf. Ohne die wissenschaftlichen Bemühungen, die im Wesentlichen in den alten Kulturen im Osten gemacht worden sind und im Islam und dann jetzt neuerdings halt im Westen, sehe die Welt auch nicht sehr gut aus. Also, dass wir so eine hohe Lebenserwartung haben, dass keiner mehr von uns Angst haben muss, an Polio gelähmt zu werden und an der Pest zu sterben und so, ist ja schon auch nicht schlecht. Natürlich gibt es auf der anderen Seite die Atombombe. Wissen an sich ist zunächst mal nicht bewertbar. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Und genauso wenig, wie Sie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ethische Normen ableiten können oder politische Entscheidungen, die müssen Sie schon selber treffen, kann man die Wissenschaft als solche für das Gute oder das Schlechte loben oder tadeln. Die macht nichts anderes als Erkenntnis gewinnen und dann muss man was daraus machen. Und das ist nun dann tatsächlich die Verantwortlichkeit von jedem. Und es wäre sehr problematisch, wenn man eine Entdeckung in den Schreibtisch sperrte, weil man fürchtet, dass sie zu was Schlimmen führen könnte. Es kann nämlich genauso gut zu was sehr Guten führen. Es kann sein, dass die Kernspaltung unser Energieproblem zum Schluss dann doch löst, wenn die Kernfusion funktioniert und der Treibhausgeschichte was entgegensetzt, obwohl ich heute früh gehört habe, dass wie rum man auch rechnet, wir könnten sofort aufhören, ist auch schon zu spät, es wird 4 bis 8 Grad wärmer werden. Also daraus kann man sogar den Fatalismus ableiten, also wir in Deutschland bräuchten eigentlich überhaupt nicht mehr aufpassen, weil das bisschen, was wir beitragen im Vergleich zu China und Indien und Amerika, ist so wenig, dass es sei denn, wir wollen als gute Buben erscheinen, wir an dem ganzen Problem wenig ändern werden. Also sind uns vielleicht unsere eigenen Arbeitsplätze doch näher. Das ist eine politische Entscheidung, die man treffen muss aufgrund von Daten. Wissenschaft ist nur gut für Daten, nicht für Entscheidungen.
für Wertentscheidungen. So, jetzt machen wir weiter. Pim van Lommel. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben gesagt, wir brauchen dieses Apparat, wir brauchen das Gehirn. Nun ist meine Frage, was nimmt wahr? Ist das das Gehirn oder ist das das Bewusstsein? Oder was hat Gefühle und Gedanken? Ist das das Gehirn oder ist das das Bewusstsein? Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, wir glauben eigentlich schon fast mehr als glauben. Wir sind schon recht davon überzeugt. Das hat Glauben so an sich. Dass das Bewusstsein Folge von ganz bestimmten Hirnprozessen ist, die ganz bestimmte Zustände sein müssen. Und dass auf dieser Plattform, wir nennen das the Workspace of Consciousness, Inhalte eingefüllt werden können, die dann als Gedanken, Wahrnehmungen, Pläne, Entscheidungen in Erscheinung treten für uns. Also wir glauben wirklich, das kommt alles aus dem Gehirn. Und wir glauben das, weil wir, das wissen Sie doch als Arzt selber auch, wenn man da oben ein bisschen was kaputt macht, dann fällt genau die Funktion aus oder der Bewusstseinsinhalt aus, der in dieser Gegend erarbeitet wird. Und Sie finden nirgendwo im Gehirn eine ausgezeichnete Stelle, die Sie kaputt machen könnten, in der dann einfach das Bewusstsein weg ist, aber alles andere noch funktioniert. Es gibt zwar Stellen, die zum Koma führen, das ist aber so, als würde man beim Computer einen Stecker rausziehen. Damit die Großhirnrinde in die Aktivitätszustände kommen kann, die Bewusstsein möglich machen, muss sie in einem ganz bestimmten, sehr engen Arbeitsbereich gehalten werden. Wenn das zu viel wird, dann wird es epileptisch und es geht ins Koma. Wenn das zu wenig ist, geht es ins Koma. Es muss genau passen. Und damit es genau passt, gibt es ein halbes Dutzend modulierende Systeme, die das genau jonglieren, die unter anderem auch für den Schlaf-Wach-Übergang zuständig sind. Und wenn an denen natürlich was kaputt geht, dann ist Bewusstsein weg. Wobei es natürlich diese interessanten Fälle gibt von Wachkoma. Aber da ist elektrographisch halt die Aktivität auch da. Also wenn man im Wachkoma EEG ableitet, dann sieht man genau diese schnellen Schwingungen. Nur, dass die ganze Exekutive nicht mehr funktioniert. Die Leute können das nicht mehr nach draußen bringen. Aber wahrnehmen tun sie offenbar noch sehr gut. Also wir hätten Probleme zu sagen, dass da irgendwas nebendran ist, was das Gehirn überdauert, wenn das zu Staub zerfällt. Weil wir sehen, wie diese subtilen Strukturen sich entwickeln ein Leben lang. Und wie sich aufgrund der genetischen Determinanten eben die Söhne den Vätern ähneln, der Apfel nicht weit vom Baum fällt. Und wenn es dann da drin Strukturprobleme gibt, dann gibt es eben die Persönlichkeitsveränderungen, die kommen. Phineas Gage, der diesen Pfahl da durchs Auge und durchs Frontalhirn hatte, das Jahrhundertwende Eisenbahnarbeiter in Amerika war gleich der erste Fall, wo klar wurde, dass selbst Persönlichkeitsprofile auf Hirnfunktionen zurückgehen. Und wenn da was verändert wird, dann ändert sich die Persönlichkeitsstruktur. Und inzwischen wird das ja durch Hirnreizung schon gemacht. Man reizt jetzt bei depressiven Patienten den Nucleus accumbens. Und wenn die das Ding einschalten, und wenn sie es zu stark machen, dann lachen die. Und dann sagen, warum haben sie jetzt gelacht? Na, weil ich so heiter bin. Ja, klasse. Also der Zusammenhang zwischen Struktur und der Funktion der Struktur und den subjektiven Empfindungen, die die Menschen haben, ist einfach zu überzeugend, als dass man sagen könnte, dass nicht das eine die Ursache vom anderen ist. Ja, da habe ich nun... Ja, es gibt ja viele Untersuchungen zu den sogenannten Altered States of Consciousness, also den veränderten Bewusstseinszuständen. Wir haben in Frankfurt selber Studien gemacht mit Hypnose, wo man untersucht, was passiert, wenn jemand posthypnotische Aufträge ausführt. Da machen die Leute irgendwas auf einen bestimmten Reiz hin, sind sich dessen nicht bewusst, sind aber hellwach und machen inzwischen noch was anderes, wissen aber nichts davon. Sieht man genau im Gehirn, wo da was passiert, damit die das machen. Also das gibt es natürlich eine Korrelation. Aber selber kommt halt ins Bewusstsein. Dann mit diesen meditierenden Mönchen. Das ist ein ganz klarer Aktivitätszustand, der mit diesen meditativen Zuständen einhergeht. Und die können den sogar richtig graduell einstellen. Und da korreliert halt auch dieser Hirnzustand sehr schön
mit der Tiefe der Meditation, die können das skalieren. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die schaffen das offenbar. Und dann haben sie es halt mehr oder weniger oder so, können die es einstellen. Was ist jetzt die Ursache für diese Veränderung? Für welche Veränderung? Nein, diese naja, sie können doch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie jetzt vorhin gerade ein bisschen geschlafen haben, aber das wäre eine deutliche Veränderung ihres Hirnzustands gewesen, die sich eingestellt hat, weil sie halt zu früh aufgestanden sind heute und jetzt allmählich macht das zu. Naja, die fokussieren ja doch offenbar, ist ja ein hochaufmerksamer Zustand, die fokussieren ihre Aufmerksamkeit auf hirninterne Zustände, das können sie ja machen. Sie können ja, anstatt sich auf die Außenwelt zu konzentrieren, können sie ja nach innen hören. Das Gehirn ändert seine eigenen Zustände. Das können aber selbstorganisierende Systeme machen. Und dann kann er es außerdem noch erzählen, weil er Protokoll führen kann über das, was er macht. Und ich habe eben den Verdacht, dass dabei Zustände erzeugt werden, die das Gehirn sonst erzeugt, wenn es eine Lösung gefunden hat. Das tut dann gut. Also man muss ja unterscheiden können. Darf ich diese Hypothese schnell formulieren, was in der Meditation möglicherweise passieren könnte? Ich denke, das interessiert unser Auditorium. Ja, ja. Aber wir haben auch noch eine Rednerliste, die müssen wir noch abarbeiten. Also Gehirne müssen sehr genau unterscheiden können zwischen Aktivitätsmustern, die erzeugt werden, während das Gehirn rechnet und Lösungen sucht, von Zuständen, die die Lösung darstellen. Das Hirn hat ja nichts anderes als aktive Nervenzellen, raumzeitliche Muster. Es muss also ein Muster geben, das charakteristisch ist für ein Ergebnis. Denn nur wenn das Gehirn ein Ergebnis hat, darf es als Funktion dieser Erkenntnis, dieses Ergebnisses lernen, synaptische Verbindungen ändern. Denn wenn es das während dem Rechnen machen würde, würde das zu Chaos führen. Das darf es nur, wenn die Zustände geordnet sind, wenn es ein Ergebnis hat. Wir wissen auch, wenn man ein Ergebnis hat, fühlt man sich gut. Es wird nämlich eine Kopie rübergeschickt. Jetzt habe ich ein Ergebnis an die Belohnungszentren, die da dieses Gefühl der Stimmigkeit machen. Heureka, ich hab's. Deshalb machen wir ja uns die Mühe, da nach Lösungen zu suchen. Könnten Sie auch lassen. Hat die Natur gut eingerichtet. Und die Signatur dieses Habens einer Lösung ist vermutlich ein hohes Maß an Kohärenz, ein hohes Maß an Synchronizität. Und den Verdacht, den ich so ein bisschen habe, ist, dass beim Meditieren man versucht, die Großhirnrinde in einen Zustand zu bringen, der als Hülse den Aktivitätszustand einer Lösung simuliert. Das tut gut, das macht das Gefühl, jetzt habe ich es, ich bin bei mir, es ist wirklich so. Und dann ist gleich, was man da hineinfüllt an Inhalten, die passen ja dann alle zueinander, weil das Lösungsgerüst ist ja schon da. Und da vermute ich, das macht dieses Gefühl, das Einssein mit allem, es passt einfach. Es ist wunderschön, die Konflikte sind irgendwie, also vielleicht ist das der Trick. Okay. Ich hätte auch noch so viele Fragen, aber ich muss mir jetzt noch Gewalt antun. Also, jetzt machen wir mal da hinten weiter. Wir haben 1, 2, 3, 4 Fragen, habe ich gerade. Hallo? Ja, danke schön, Herr Singer. Ich habe folgende Frage und mir ist ein bisschen zu kurz gekommen, dass sowohl als auch und gerade im Hinblick auf diese buddhistische Perspektive und diese Messungen, die ja von Kollegen von Ihnen im Rahmen dieser Mind-and-Life-Konferenzen zuhauf gemacht worden sind, da geht man ja davon aus, dass das Bewusstsein, genauso wie Sie es sagen, zum einen Ergebnis des Gehirns ist, ein Produkt des Gehirns, aber auch darüber hinaus existiert. Diese Perspektive ist mir jetzt zu kurz gekommen bei Ihnen oder nicht existent. Insofern sagen wir, der Dalai Lama würde Ihnen wahrscheinlich zustimmen und der Mathurika und sagen, ja, das ist genauso, wie Sie das beschreiben, aber darüber hinaus gibt es noch Bewusstsein. Und interessant ist ja genau wieder diese Möglichkeit, wie man da in die Verbindung gehen kann. Und der Dalai Lama sagte ja auch, wenn mir die Wissenschaft sagen kann, dass meine Perspektive falsch ist, dann muss sich der Buddhismus verändern. Und offenbar hat er sich von Ihrer Perspektive noch nicht überzeugen lassen. Also wir haben darüber viel gesprochen. Also mit dem Mathieu und danach mit dem Dalai Lama. Weil wir natürlich immer wieder sagen, die Mönche haben ja die Vorstellung, wenn sie sitzen, dann sitzen sie für die Welt. Also das, was sie an ihrer eigenen Verbesserung leisten, käme auch allen, die jetzt nicht sitzen, also auch denen, die jetzt gerade Sand schaufeln und Häuser bauen, zugute. Es kommt mehr Gutes in die Welt, wenn ich sitze und Empathietraining mache. So ist mir das erzählt worden in der Ramsala.
auch mit als Rechtfertigung dafür, dass eben in Tibet 60.000 Mönche von 4 Millionen Bauern ernährt werden, muss man ja so sehen. Ich meine, die sitzen da in ihren Klöstern und werden gefuttert. So war es mal. Nein, ich bin da wirklich ernst, weil das ist ein bisschen ein Problem. Ich habe mir das von innen aus angeguckt und ich kann Ihnen sagen, Abt eines solchen Klosters zu sein, ist ein Luxusleben. Das ist wirklich klasse. Die haben ihre Diener, ihre Fahrer, ihre Infrastruktur. Das ist ein bisschen Theokratie. Also ich bin da auch kritisch. Das geht aber, wenn man sagt, allein dass der Umstand, dass hier ein spirituelles Zentrum geschaffen wird und so viel gesessen wird, das strahlt irgendwie aus. Das strahlt aus, wenn die in die Schulen gingen und Lehrer würden oder Kinder hätten und die erzögen. Das würde ich sofort unterschreiben. Aber dass das einfach so ausstrahlt, schwierig. Genauso schwierig wie die Wiedergeburt. Und da haben wir mit dem Dalai Lama sehr gründlich geredet und auch mit dem Mathieu und mit anderen. Und Dalai Lama sagt, ja, also wenn das wirklich so schwer vorzustellen ist, also die Sache mit der Wiedergeburt, das können wir leicht opfern. Das ist nicht das Problem. Weshalb er sich auch angreifbar macht von anderen. Er vertritt da eine sehr aufgeklärte Position. Und Mathieu sagt natürlich auch, der Umstand, dass ich jetzt 3 Jahre, 33 Tage und 3 Stunden in meiner Enklave sitze, ändert an der Welt überhaupt nichts. Es ändert sich erst dann, wenn ich hinausgehe und weil ich an mir so viel gearbeitet habe, jetzt als empathiefähigerer, lauterer, von seinen Affekten weniger dominierter Mensch, andere Leute dazu bekehren kann, sich auch so zu verhalten oder mich als Vorbild zu nehmen. Also der braucht diese transzendentale Ausweitung vom Bewusstsein auch nicht. Jedenfalls hat er mir das so gesagt. Wir machen mal noch weiter. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen, weil langsam wird die Zeit knapp. Ich habe jetzt hier im Augenblick noch 1, 2, 3 Wortmeldungen. Hier war gerade noch eine 4. Okay, dann nehmen wir die 4 noch und dann ist für heute Feierabend, beziehungsweise ich erlaube mir am Ende auch noch eine Frage zu stellen. Ja, 2 Dinge in dem Zusammenhang. Sie kennen ja sicher auch die Arbeiten von dem Neurologen Professor Eccles. Ja. Er spricht von einem Paradigmawechsel in der Neurologie und gerade, meine ich, überschreitet er das, was Sie bringen, nämlich eine sehr mechanistische Beschreibung, alles Gehirn, alles Wellen. Er sagt nämlich, und hat ja auch einen Nobelpreis bekommen, dass er erkannt hat durch Versuche, dass das Gehirn, dass das Bewusstsein und der Geist auf dem Gehirn spielen wie auf einem Klavier. Das heißt also, es muss geben ein Bewusstsein, einen Geist, der sich des Gehirnes bemächtigt. Da hätte ich gern Ihre Meinung dazu gehört, denn er macht das ja auch sehr wissenschaftlich. Zum einen und zum zweiten diese Ausstrahlung. Wir können doch auch nicht beschreiten, dass rein naturwissenschaftlich unsere Frequenzen, die von uns ausgehen, und seien es nur die Theta-Wellen im Gehirn, dass die in Resonanz gehen mit anderen Bewusstseinszuständen zwischen den Menschen. Das heißt, die Beeinflussung geht meines Erachtens nicht nur, wie Sie das sehr leicht sagen, so ich gehe raus und rede und arbeite, sondern es strahlt doch auch über Wellenfrequenzen raus und die sich nach dem Gesetz der Frequenzanziehung, des Resonanzgesetzes einfach vervielfältigen. Und so sehe ich auch eine wichtige Bedeutung für jegliche spirituelle Arbeit, die ich alleine mache. Auch alleine meine Liebesfrequenzen, die ich rausgehe. Ich brauche nicht jeden gleich umarmen. Es geht doch raus von mir, wenn ich es überhaupt produzieren kann. Diese beiden Dinge, aber der Eccles ist mir sehr wichtig, weil der sehr, sehr auch ernst genommen wird, dieser Paradigmawechsel, gerade in diesem mechanistischen Weltbild der Neurologen. Also 2 Kommentare. Erst zum letzten. Es kann sein, dass da irgendwas strahlt. Was mit Sicherheit nicht strahlt, sind die Delta-Wellen, Alpha-Wellen, Beta-Wellen und was sonst da drin an elektrischer Aktivität passiert. Das ist ein geschlossener Körper. Wir müssen uns wahnsinnig anstrengen, um das bisschen, was da rauskommt, an magnetischer Strahlung und noch weniger elektromagnetischer Strahlung aufzufassen. Kann sein...
Ich sage ja nur, wenn es das gibt, dann ist das, sind das andere Strahlen, andere Wellen als alles das, was wir kennen. Da sollte man auch andere Worte dafür finden, damit nicht das Missverständnis entsteht, es würde sich da um irgendwas Bekanntes handeln. Es muss dann irgendwas völlig Unbekanntes sein, was ja sein kann. Die Menschheit hat lange gebraucht, bis sie elektromagnetische Strahlung entdeckt hat. Vielleicht gibt es ja noch was. Kann ich nichts dazu sagen. Die Wellen, die wir kennen, sind es bestimmt nicht. Zu Eccles. Eccles hat seinen Nobelpreis dafür bekommen, dass er im Rückenmark die chemische Überträgersubstanz für hemmende Wechselwirkungen entdeckt hat. Das war ungefähr 30 Jahre, bevor er angefangen hat, darüber nachzudenken, wie die Seele das Gehirn beeinflussen kann, und hat sich damals auf der Basis der Entdeckung von Bereitschaftspotenzialen, also Hirnaktivität, die Aktionen vorausgeht. Er hat gesagt, ja, dann muss es die Gegend sein, wo dieses Bereitschaftspotenzial auftritt, denn es muss ja, wenn der Geist mit dem Gehirn was macht, dass die Hirnregion sein, die als erste aktiv wird, bevor das Gehirn dann was macht, oder die Person. Und hat damals das noch nicht wirklich erforschte supplementäre Motorareal dafür ausersehen. Inzwischen wissen wir genau, was das macht. Das macht aber bestimmt nicht die Antenne nach irgendwo hin. Das ist genauso ein Hirnrindenareal wie alle anderen. Der hat das Eccles hatte null Evidenz dafür, dass das so ist. Null. Das ist reine Spekulation, die er mit Popper zusammen ausgekocht hat, als er da in London spazieren gegangen ist und wie sie das Buch geschrieben haben. Ich kenne das sehr genau. Das Hirnrindenareal, das er ausersehen hat und die besonderen Strukturen, die er da drin versucht hat auszumachen, Eccles war kein Hirnrindenphysiologe und er war auch kein Neuroanatom. Das ist ein ganz banales Stückchen Gehirngewebe. Wenn man das rausnimmt, dann hat man Schwierigkeiten, sowas zu machen. Aber sie sind weder bewusstlos, noch hat der Geist die Möglichkeit verloren, das Gehirn zu kontrollieren. Also das ist falsch. Und Eccles hat dann seinen eigenen Stuhl gesägt, leider mit diesen Sachen. Das hat ihm nicht gut getan. Und von den Neurobiologen nimmt das überhaupt keiner ernst. Waren alle vornehm genug, ihm das nicht zu sagen. Eccles hat sich der Muni-Sekte angeschlossen in seinen späten Jahren und hat dann diese völlig unbegründeten Hirntheorien aufgestellt. Das ist leider so. Lassen wir jetzt so stehen. Ich habe hier Tom, dann Joachim Böttemöller und hier war noch, genau, das sind noch die drei übrigen Fragen. Ja, erstmal herzlichen Dank für den hervorragenden Vortrag. Ich hätte eine ganz simple Frage des Zusammenhangs, der Zusammenhänge, wie Sie sie geschildert haben, der neurologischen Zusammenhänge mit Wertezusammenhängen. Weil im Prinzip reden wir hier von zwei ganz verschiedenen Welten. Das eine ist eine objektive, naturwissenschaftlich beschreibbare Welt. Das andere, die Wertewelt, ist eine Welt, die man als, vielleicht als Epiphänomen beschreiben kann. Das interessiert mich, ob Sie es sehen, der aber in sich eine vollkommen andere auch Logik entwickelt. Das heißt, eine Wertehaltung ist kein rein struktureller Zusammenhang, sondern ist nur aus einer Bewusstheitshaltung überhaupt einnehmbar. Das heißt, hier ist eine Innenwelt, die sich zur Außenwelt verhält, und diesen Zusammenhang möchte ich gerne sehen, wie Sie den beschreiben würden. Also Werte können ja gar nicht in einem sich isoliert entwickelnden Gehirn entwickeln. Ein Gehirn weiß zwar, was gut und schlecht für den Organismus ist, aber damit hat sich's. Werte entstehen in Gesellschaften. Werte sind das Produkt von soziokultureller Evolution. Wir haben einen Wertekodex, der in den Religionen bewahrt wird, Gott sei Dank, und in Büchern neuerdings, in Rechtsbüchern und so. Und Werte werden tradiert durch Erziehung. Wir bringen unseren Kindern bei, was man für wichtig und für unwichtig, für gut und für schlecht hält. Ohne das würden die wahrscheinlich ziemlich anarchisch werden. Und was man noch weiß, ist, wo diese Moralkodizes gespeichert sind. Denn die können kaputt gehen. Das ist eben dieser Fall von Phineas Gage, der dieses Ding dadurch hatte. Der war ein völlig angepasster, sich nach den damaligen amerikanischen Werten verhalten der Eisenbahnarbeiter. Und als er diesen Unfall hatte, den er überlebt hat, wie durch ein Wunder, haben die Leute plötzlich gemerkt, dass der skrupellos und völlig ohne soziale Werte anfängt, sein Leben zu führen. Man hat ihn dann als Patienten behandelt, weil es da so offensichtlich war. Es gibt welche, wo man nichts sieht, die sich genauso verhalten, da hat es dann andere Gründe. Aber auch natürlich
organische Gründe. Also es, da gibt es die Speicher im, im Präfrontalhirn, das ist hier und unten drunter. Da werden diese, diese sozialen Werte eingespeichert durch Erziehung. Und wenn da was kaputt geht, dann geht es wieder weg. Da gibt es diese traurige Geschichte mit den präfrontalen Leukotomien. Wissen Sie ja vielleicht, hat der Opitz erfunden, Nobelpreis dafür bekommen, weil er dachte, wenn man Zwangskranke, wenn man die, die Stirnhirn abtrennt vom restlichen Gehirn, dann hört der Zwang auf. Und dann haben die immer einfachere Methoden entwickelt, durch, durch die Orbita durch, mit dem Rundmesser, das einfach so durchzustellen. Dann haben die ambulant gemacht, Tausende. Bis man gemerkt hat, dass das denen dann eben amoralische, antriebslose Menschen werden, die sich überhaupt nicht mehr an die gesellschaftlichen Normen halten können. Und dann hat es Gott sei Dank aufgehört. Ja, ich komme nochmal zurück. Sie hatten vorhin angedeutet, dass es Ihnen sehr unangenehm ist zu denken, dass wir, beziehungsweise Sie, die Forschung, keinen zentralen Punkt, eine Steuerstelle gefunden haben. Könnte es nicht sein, dass das sogar sinnvoll ist, die nicht zu finden, weil ja in einer sozusagen dezentralen Struktur möglicherweise Ausfälle, also risikobehaftete Ausfälle, kompensiert werden können? Sie haben ist das vielleicht der evolutionäre recht. Sinn, dass das gar nicht so zu finden ist? Sie haben vollkommen recht. Es wäre vom Systemstabilitätsstandpunkt her ganz dumm, sowas zu machen. Genauso wie es dumm ist, Gesellschaften so pyramidal aufzubauen und oben einen Diktator hinzusetzen. Das sind Systeme, die sehr informationsarm sind, sehr instabil sind. Und das haben wir ja in der Kulturgeschichte erlebt. Distributiv organisierte Systeme sind viel stabiler. So die Selbstorganisationskräfte zum Tragen kommen können. Und Sie haben vollkommen recht. Das ist der Grund, warum das nicht so ist. Die Dame hier vorne. Ich hatte jetzt gerade eigentlich hier bei dem Symposium auch gelernt, ich habe nicht meinen ich bin nicht mein Körper, ich habe meinen Körper. Und wenn ich Sie jetzt so sprechen höre, dann kommt es mir genau das Gegenteil vor, als ob Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Körper sind. Und ich wollte Sie einfach nur mal fragen, was denken Sie, wenn was von Ihnen übrig bleibt, wenn Ihr Gehirn mal nicht mehr ist? Ja, das ist für mich eine ernsthafte Frage. Ja, für mich auch. Also ich denke, dass von mir dann die Erinnerung an mich übrig bleibt. Und wenn ich das Glück habe, in Kürze Großvater zu werden, vielleicht auch noch ein paar Gene. Sonst glaube ich nicht. Ja, aber da sehen Sie die Großzügigkeit der Natur. Ich bin ja jedes Mal erschüttert, wenn ich sehe, wenn es Frühling wird, mit welchem Aufwand da Leben in die Welt kommt. Schmetterlinge, die 3-4 Wochen leben, das ganze Getier, das im Frühling sich aufmacht und im Herbst spätestens zu Staub zerfällt. Die Bäume machen ihre Blätter, dann fallen sie wieder runter. Und das ist halt bei uns auch so. Also ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Ich glaube, das kann man nicht lernen, das muss man auf andere Weise kriegen. Ja. Na, glauben Sie doch, wir haben alle unsere geheime Hoffnung. Ja. Also eine Frage geht mir auch immer noch durch den Sinn und die würde ich jetzt gern auch noch stellen, wobei ich gar nicht weiß, ob es mir gelingt, sie richtig zu stellen, weil was mich umtreibt, ist immer die Frage, die Frage nach der Henne und dem Ei, um es etwas salopp zu formulieren. Ja? Also was ich sehe, was ich auch verstehe, ist, alles, was wir irgendwie erleben, fühlen, wahrnehmen, sei es in einer spirituellen Grenzerfahrung, sei es, wenn ich mir den Finger schneide, lässt sich als ein neurophysiologischer Vorgang beschreiben. Das bildet sich irgendwie im Gehirn ab und ich kann es sehr genau beschreiben, was da für Operationen stattfinden, welche Codes da spielen, wie die Kommunikation stattfindet und so weiter. Das haben Sie uns ja ganz eindrücklich vorgeführt. Jetzt das Thema, was mich immer so beschäftigt, ist der Frühling, haben Sie gerade selber gesagt, ist, ich verliebe mich. Ja, und jetzt fällt es mir tatsächlich schwer,
zu sagen, was ist jetzt eigentlich der Auslöser? Ist das, was ich erlebe, sozusagen dieser Prozess, der sich bei mir abspielt, den ich möglicherweise auch stimulieren kann, indem ich in meine hirnphysiologischen Funktionen irgendwie eingreife, indem ich die mit, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber Sie können die irgendwie wahrscheinlich durch Eingriffe oder durch Impulse simulieren. Ich sage jetzt, dass ich simulieren sage, bedeutet ja schon was. Oder vielleicht auch unterbinden. Aber das erklärt mir ja trotzdem nicht die Tatsache, dass wenn mir ausgerechnet diese Frau da draußen in der Welt begegnet, ich mich in die verliebe und nicht in die. Ja, also was ist die Henne und was ist das Ei? Ist diese Frage eigentlich erlaubt? Oder sind es nicht sozusagen beides, wenn ich da ein Gedicht drüber schreibe, ist es nicht eine Beschreibung des gleichen Phänomens, die der hirnphysiologischen Beschreibung irgendwie ebenbürtig ist? Ist eine komplementäre Beschreibung eines Vorgangs, der, ja natürlich, würden wir sagen, sein Korrelat im Gehirn haben muss. Wenn Sie denken an die Männer auf den Bohrplattformen, die sind da 5 Wochen, müssen die da unter Männern leben. Und dann wissen die aber, wann Landgang ist. Und da ist irgendeinem aufgefallen, als er sich rasiert hat, immer wieder, dass so 8 Tage, bevor er an Land geht, immer mehr Bart kriegt. Und dann hat er irgendjemandem erzählt und hat gesagt, da müssen wir mal einen Hormonstatus machen. Und dann haben die Hormone untersucht bei denen und gefunden, dass die tatsächlich in der Erwartung, jetzt an Land zu gehen und wieder ihre Frauen zu haben, ihre Androgene hochfahren. Das seinerseits erzeugt natürlich wieder zusätzliches Appetenzverhalten und dann spiralt sich das so hoch. Und sobald die dann vom Landgang zurückkommen, dann geht das ganz runter. Also da beeinflusst halt, was man so die Psyche nennt. Aber das sind natürlich auch, diese Erwartung ist ja eine Hirnfunktion. Ich habe Ihnen ja gezeigt, was Vorstellungen im Gehirn, die haben ja ihre Basis. Und warum Sie diese und nicht jene wählen, dann müssen Sie halt mal schauen, wer Ihrer Mutter ähnlicher sieht und so weiter. Habe ich ja schon, funktioniert aber nicht. Also nach meinem Ermessen geht es nicht so einfach, aber ist auch egal. Können wir das als Mysterium stehen lassen? Ja, Sie haben die Pheromone vergessen und lauter solche Sachen. Also, nein, ich möchte es doch gar nicht entmystifizieren, aber was macht's denn? Was macht's denn, wenn das sich vernarren in eine ganz bestimmte Person Ursachen hat? Macht doch nichts. Na, es hat mit Sicherheit Ursachen. Die Frage ist nur, in welcher Sprache beschreibe ich sie und wie versuche ich. Ja, ich verstehe immer das Problem nicht. Das macht nichts. Ich würde sagen, das ist jetzt so eine Frage, die man eigentlich noch hervorragend beim Wein diskutieren kann. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Sie müssen uns heute Abend, glaube ich, wieder verlassen. Oder? Ich gucke jetzt mal, wie es bei dir. Schauen wir mal. Jedenfalls ganz herzlichen Dank. Sie haben es gesehen, auch an der Lebhaftigkeit der Diskussion. Sie haben viel in Bewegung gesetzt und haben, glaube ich, einen ganz wichtigen Beitrag zu diesem Symposium geleistet. Also nochmal ganz herzlichen Dank dafür.